Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Plankenschnack-Ausgabe 97 an einem unchristlichen Wochenende, weil unser Gast Pizza essen musste. Und das ist nicht mal eine falsche Ausrede, denn es ist wirklich so. Habe ich tatsächlich. Habe ich wirklich gemacht. Bitte. Sag ich ja. Ist keine Ausrede. Kamlan, hi. Hi, grüß euch. Schön, dass du da bist und hergefunden hast. Merci für die Einladung. Ja, beaucoup sagt man ja so schön, ne? In Française. Merci beaucoup. De rien. Wie bitte? Beaucoup. Gesundheit. Voulez-vous coucher avec moi? Non. Je voudrais la grande pièce de la vache. Damit verhungert man in Frankreich nicht. Das heißt, ich möchte das große Stück von der Kuh. Oh. Das hast du gelernt, ja? Das ist wichtig. Ich kann auch sagen, tu as look d'enfer, du siehst höllisch gut aus. Und über Papageien. Mein französischer Unterricht war sehr komisch beschränkt thematisch. Sag nicht. Kuh fixiert. Nee, das habe ich in Frankreich gelernt. Ach so. Ja. Warst du schon oft in Frankreich? Ja. Wow. Jetzt, scheiße. Perfekte Überleitung, aber können wir noch nicht so weit reingrätschen, weil wir fangen immer mit unseren ersten zwei Wochen an. Aber es sind ja jetzt drei Wochen. Heute ist übrigens Slapstick nicht da. Slappy ist auf einer, auf einer Orgie. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wollte er sich da sexuell weiterentwickeln und ist dann jetzt nicht gekommen und schwitzt sich den Arsch wund. Währenddessen wir hier alle natürlich in klimatisierten Räumen sitzen und für euch noch den Content machen. Ihr könnt euch dann... Ich muss mal die Klimaanlage mal kurz kälter machen. Dieselbe? Ich weiß, ich hab eine hier von Samsung offensichtlich. Ja, wir haben dieselbe. Nee, ich habe eine LG. Ja, wir haben dieselbe. Ich habe auch eine Samsung. Ja. Aber die gehört nicht mir. Tja, die gehört mir. Die gehört auch nicht mir. Wir haben alle vom Flohmarkt zu Scheinbedienungen für den Stream gekauft. Genau. Oh, schau mal, Leute. Boah, wie abgebrüht, stell dir das mal vor. So als Goal, ja, eine neue Klimaanlage und dann gehst du nur die Fernbedienung kaufen. Super hier drin. Richtig geil. Und wenn das dann richtig schwitzt, oh, aber die Klimaanlage kommt gar nicht hinterher. Das war wohl eine alte oder so. Ich hab die aus Versehen auf Hitze gestellt. Oh, das ist natürlich schade. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. Die Idee gefällt mir echt gut. Das wäre ein toller Bait. Also da draußen, ihr Nachwuchsstreamer, falls ihr zuguckt, ihr könnt euch da mal dran orientieren. Viel Spaß. Nun, wie waren denn so eure letzten drei Wochen? Obwohl, ja doch, wir fangen so an. Sali, okay. Ladies first. Ich mach das kurz. Es war warm und ich habe Deponia gespielt. Ich habe Deponia endlich nachgeholt, bin jetzt beim vierten Teil angekommen und ist großartig, aber nachdem ist dann auch erstmal wieder gut mit Point and Click, weil das nun mal gar nicht mein Genre ist und mich juckt Action, ein bisschen Action in den Fingern. Ich brauche mal wieder etwas mehr Bewegung, aber Deponia. Ich verstehe gar nicht, dass diese Spielreihe immer an mir vorbeigegangen ist. Die ist ja großartig. Also der Witz ist mega. Das habe ich mir die letzten zwei, drei Wochen, ich brauche pro Teil eigentlich vier Tage und am fünften Tag spiele ich es dann noch einmal als Speedrun durch, um die 100% zu holen. Nachdem man es das erste Mal gespielt hat, ist das erstaunlich, wie schnell man dann auf einmal durchkommt. Ne? So 4-5 Stunden brauchst du dann nur noch. Hast du die alle auf Platin gemacht? Ja. Wow. Erst den ersten vier Tage normal gespielt, dann waren wir durch. Und am fünften Tag habe ich es von vorne angefangen, einmal durch, um die Platin zu holen. Ja, und dann mit dem zweiten und mit dem dritten Teil, den vierten habe ich jetzt angefangen, dann machen wir das genauso. Und dann habe ich alle vier Teile auf Platin gespielt. Wow. Das ist großartig. Und ich spiele wieder Farm Together. Da kam ein kostenloses Update. Was ist das? Das ist, um es zu verbildlichen, du könntest deine Zeit auch einfach nehmen und anzünden. Das ist dasselbe. Ist das sowas wie, also ich habe irgendwann mal auf dieses Facebook geschaut und da gab es immer sowas mit Farm. Damit vergleichen die Leute es. Das kenne ich nicht, dass Farm... Together? Farmville? Nee, Farmville heißt das, genau, Farmville, ja.
So, Farm Together ist, du pflanzt tatsächlich die Sachen in Echtzeit. Die Leute können auf deine Farm kommen und können da gießen. Aber es gibt keine Mikrotransaktionen. Also, ja, es macht schon, es ist schrecklich befriedigend, so ein Feld einfach abzuernten. Es ist so total. Oh, ich habe das perfekte Spiel für dich. Geld. Oh ja, schön. Wieder aussehen. Oh, das braucht jetzt 2 Tage, die Kürbisse. Naja, mach mal ein bisschen mehr gießen, brauchst du noch 1 Tag. Es ist wirklich, du kannst deine Zeit auch nehmen und sie einfach anzünden. Es macht wahnsinnig süchtig, wenn du ein bisschen Tendenz zu so einem Spiel hast. Ja, ich habe es jetzt extra wieder installiert, um... ja, ich hatte keine 100% mehr. Kostenloses Update, es kamen zusätzlich Achievements dazu. Ich sagte, das geht ja nicht, ne? Also in so einem Spiel keine 100% zu haben. Dann habe ich am Freitag mal kurz... Ich weiß nicht, wie viele Stunden. 8, 9, Pi mal irre 10. Mal kurz nach dem Blaubeeren schreibe ich immer. Ich gucke mal kurz nach dem Blaubeeren meine neue Farm. Aha, mehr angeschaut. Da geht gerade so meine Zeit für drauf. Offstream Borderlands 2 immer noch. Da haben wir das neue DLC jetzt komplett durchgespielt, was ja kostenlos da war und was so ein bisschen in Borderlands 3 einführt. Mhm. Commander Lilith. Hast du eigentlich dein Päckchen gekriegt? Ich war noch nicht da. Ah, okay, gut. Ich kann, momentan sind die Temperaturen so arg, dass ich, und dass auch Stefan danach guckt, dass ich gar nicht so sehr die Wohnung verlassen muss, weil das... ballert. Ja, das ballert und das soll ich nicht. Naja, dann... Endlich mal ärztliche Bescheinigung, dass ich das Haus nicht verlassen soll. Großartig. Großartig. Wirklich von sowas. Ich habe eine offizielle Ausrede dafür, dass ich nicht rausgehe zum Spielen, sondern zu Hause sitzen bleibe und zocke. Ja. Kann man halt überlegt schon, wo es kriegt. Nee, ich sage immer, ich habe keine Lust. Lass mich in Frieden. Du hast keine Lust? Rausgehen und spielen. Das funktioniert? Wenn du, ja. Ja? Schon. Okay. Rausgehen und Bier, da ist das schon wieder was anderes. Boah, so abends kann man schon mal rausgehen. Ja, siehst du, ich nicht. Also wir haben Temperaturen hier, das ist echt der Wahnsinn. Also selbst jetzt sind es noch 33 Grad draußen. Nö. Und das waren meine letzten 3 Wochen. Und die Renovation, ne? Die, ja, die man sieht. Ja, es sieht ein bisschen frischer aus jetzt. Mhm. Ja. Bin sehr happy. Sieht sehr hübsch aus alles. Ich werde die Tage auch losgehen und nochmal renovieren. Ich werde alle schwarzen T-Shirts raushauen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe gar keinen... Nee. Echt nicht? Redest du von der Wohnung oder von dir? Nee, von mir. So. Ich mag schwarz nicht mehr tragen. So. Ich bin raus aus dem Alter jetzt, wo ich sage so, oh, schwarz Undi oder so. Echt? Ja. Ich trage eine andere Farbe, wenn es was Dunkleres als schwarz gibt. Ja. Oh, ich habe beide schwarz an. Ja, ich liebe genau. Schwarz. Ich nicht mehr. Ich habe schwarz mit Weißanteilen an. Das ist grau. Eben. Ach so. Mann, Dizzy. Kamlan, Mann, du bist einfach zu intelligent. Hör auf mit dem Scheiß. Ich bin ein einfacher Mann. Grau heißt das. Nicht schwarz. Okay. Ich hab grau. Das geht nicht mehr besser. Ich hab grau. Großartig. Was hast denn du so getrieben die letzten 3 Wochen? Du bist ja gerade... Viele. Also die letzten 3 Wochen kamen mir so vor wie 3 Monate irgendwie. Ich habe jetzt vor der Reise, meine Freundin und ich, wir haben uns aufgemacht nach Italien, damit es ein bisschen kühler ist als in Deutschland, so ein paar Grade. Und ich musste eine Reisevorbereitung machen, weil wir haben noch ein Auto, so einen alten Benz irgendwie geholt, oder mein Dad hat das gemacht und war bei meinen Eltern noch auf dem Weg, dann nach Verona gefahren, dann dort gestreamt, neue Kampagne angefangen für Battle, für ein Spiel. Und jetzt dann letzten paar Tage in Castelluccio gewesen. Das ist so eine Hochebene. Und gestern auf einen Berg gekraxelt, auf fast einen 3000er. Und ich so als alter Bewegungslegastheniker, es war heiß und es war hoch und irgendwann wurde mir schwummrig und ich konnte mich nicht runterbeamen. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Und davor halt so das ganze Zeug, was halt so liegen bleibt, wenn du halt hauptberuflich streamst. Weil irgendwas ist halt immer.
Und du schaffst irgendwie gar nicht, alles wegzuschaffen. Und dann da bilden sich so gedankliche Häufchen. Und die Häufchen werden dann irgendwann Haufen und die werden dann auf einmal Hügel und dann werden es Berge und so. Und da habe ich irgendwie von vielen Hügeln und Bergen irgendwie ganz viel weggenommen. Wohnung gekündigt und so dieses ganze Zeug gemacht, was man sonst halt nie macht. Aber drum waren es irgendwie sehr, sehr dicht bepackte 3 Wochen. Ja, so super. Wenn du das dann alles weggekriegt hast, das ist Das doch nicht, aber schicki. fast alles. Ja, dann ist ja gut. Neue Dann hast du auf Beratungsgeschichte jeden und Fall so schon mal das Kram. Gebirge abgetragen. Ja, richtig. Zu viel Berge in letzter Zeit, gedanklich als auch nicht gedanklich. Und wie lange bist du jetzt noch unterwegs? Bis Anfang August. Was? Was? Bis Anfang August? Ja, 6 Wochen insgesamt. Cool. Urlaub? Ja. Ja, Urlaub. Ich habe Streamtalk dabei und will halt so mal ein bisschen schauen, was ist, wenn man sich bewegt, wenn man offstream ist und wenn man onstream ist, nicht bewegt. So eine Mischung quasi. Ist doch super. Genau. Und danach quasi der August und dann geht's nach Sri Lanka für ein halbes Jahr. Da machst du dann genau dasselbe. Genau, aber da bewege ich mich dann hoffentlich weniger. Also räumlich betrachtet. Also, wie kann man sich sonst bewegen? Nevermind. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Du willst dann einfach mal ein halbes Jahr sässig sein, kurz. Genau, Ach, schön. Dann siehst du ja bald aus wie eine Mokkabohne, ja, ich trinke viel Kaffee. Aber das war jetzt wahrscheinlich nicht die Anspielung. nee, Bräune, Farbe. Ja, es geht so. Also ich bin nahezu resistent. Ehrlich? Ja, es wird irgendwie rot und dann wird es ein bisschen braun und dann wird es aber wieder weiß. Hm. Das musst du, denn du musst mehr in die Sonne, noch mehr. Das muss richtig tiefen eingebrannt sein. Das war gut sein. Hol dir doch vom Arzt einen Attest, dass du nicht raus darfst. Wie macht man das denn? Wie hast du das gemacht? Herzkrank. Ach so. Ah. Hab mir Ah, gleich den Hammer rausgesucht, so. okay. Da können die anderen reden, was sie wollen, weißt du, das ist so Totschlagargument. Mein Bruder hat auch Herzkrank. Echt, ja? Musste nie beim Sport mitmachen, hat uns immer ausgelacht und saß auf der Bank. Naja. Naja, so ist es halt. Eben. Ich mach mal schnell meine 3 Wochen. GTA, IRL, tschüss. Fertig. Wie geht's hier allen? Roleplay ist ganz gut. Wenn man viele Dinge ignoriert, die so drumherum mit einhergehen, ist das super. Also ich spiele es sehr, sehr gerne. Ich habe das jetzt irgendwie sehr lange aufgehoben und nicht gezockt, weil ich irgendwie immer so auf andere Leute gehört habe. Und jetzt, jetzt machen wir das einfach. Das ist Hörst du nur super. noch auf die innere Stimme? Genau. Also bei mir ist es aktuell wirklich so. Es ist nur noch die innere Stimme und nicht mehr die Stimme von anderen. Und das macht sich sehr bemerkbar, finde ich. Und das ist auch sehr gut. Ja, letzte Woche waren wir in den Niederlanden mit dem Stream. Und da sind wir am Freitag losgefahren über Amsterdam nach Bergen und haben dort genächtigt, direkt am Strand quasi. Also nicht ne, am Hotel, am Strand quasi, mit Meerblick. Und sind dann am Samstag nach Texel gefahren, das ist eine Insel. So, ich weiß gar nicht, ich nenne sie jetzt mal so eine Sportinsel, weil dort sehr viel so Windsurfen, Kiten, Katamaran und sowas. Und dann haben wir uns dort in einem Geschäft einen Drachen gekauft und sind quasi Drachensteigen gefahren. Sind also zum Drachensteigen gefahren und waren den ganzen Tag am Strand, haben mit dem Drachen da rumgedüdelt, sind dann abends wieder ins Hotel gefahren. Und am Sonntag haben wir uns Amsterdam angeguckt. Ja, und dann sind wir Sonntagabend nochmal zurück zum Strand, haben uns den Sonnenuntergang angeguckt und sind wieder nach Hause gefahren. Darf ich euch was empfehlen fürs nächste Mal? Was denn? Sonnenmilch. Pommes. Sonnenmilch. Pommes? Pommes mit Mayo, ne? Oh, lecker Mayo. Also ey, bei mir ist alles gut so. Ich bin braun geworden. Wobei die Kamera natürlich jetzt ein bisschen hell ist, aber Ja, die Kamera. Da, da, Ich bin schon sehr braun geworden, ist wirklich so. da. Ja, am Arm schon. Ja, im Gesicht auch. Ja? Ja, das ist Also die, bist du das. ausgeleuchtet, Ich bin ja. halt sehr doll ausgeleuchtet, ja. Also Sonnenmilch, ja, das ist ein sehr guter Einwand, auf jeden Fall. Es war sehr rot zwischenzeitlich. Ja.
Es hat auch ganz schön geballert. Also gerade in Tegel am Strand war es auch ein bisschen windig dazu, da merkt man das ja nicht und dann glüht's. Ich habe Sascha auch den einen Tag irgendwie auf die Stirn gehauen und das hat ihm sehr weh getan. Naja, kann ja mal passieren, ne? Ist ja nicht jetzt so schlimm. Es sind ja, noch Teenies, ne? Was für Teenies? Ja. Was? Ja. Was meinst du denn damit jetzt? Ja. Was soll das jetzt heißen, wir sind Teenies? Ich hab das. Da macht man sich ja keine Sorgen umsonst was. Da ist man unbesiegbar. Hä, was anders kann ich mir das nicht erklären, dass man so in der Sonne sitzt, dass man so rot wird, dass man sich halt echt Sorgen macht. Immer, oh Gott! Es ist halt einfach Sonnenbrand. Ja. Ja, was ist denn? Das ist doch nicht schlimm. Hast du schon mal was? Doch, natürlich ist das schlimm. Oh, das ist nicht so ganz gesund. Du hast schon mal was von Hautkrebs gehört? Hallo, ihr wegen ja einem Tag. 20. Ich hatte keinen Sonnenbrand, okay? Ja. Ich habe Lederhaut. Ich bin am Strand groß geworden. Darfst du das nächste Mal deinen Kumpel dann eincremen? Ja, mache ich. Sascha sah echt schlimm aus. Ja, das stimmt. Naja, fand ich eigentlich auch nicht. Aber ist okay, ja. Es war halt rot. Es war quasi wie nach einem Herrentag. Gut durch. Gut durch. Am Herrentag, wenn die Sonne scheint, dann scheißt man auch immer auf alles. Da sehen danach auch immer alle so rot aus. Was ist ein Herrentag? Christi ja. Himmelfahrt. Ah, ach so, du meinst, ist das Vatertag? Mhm. Ah, okay, ich komme aus dem Süden. Ist das Herrentag? Ja, ich glaube, Christi Himmelfahrt ist Herrentag, oder? Nee, Christi Himmelfahrt ist Pfingsten? Nein, Pfingsten ist Pfingsten und Christi Himmelfahrt ist Christi Himmelfahrt. Aber Christi Himmelfahrt ist Herrentag gleichzeitig Vatertag. Mhm. Ja, klar. Okay. Aber ja, Mama, wir nehmen das nächste Mal was mit. Ist ja auch richtig, hast ja recht. Hättest du dem Bub ja wenigstens eine Käppi aufsetzen können. Pff, ich habe keine mitgehabt, ich hatte nur eine. Ich hatte nur eine. Ja. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe Pedro gespielt, mein Freund Pedro. Großartiges Spiel, macht sehr viel Spaß. Ist ein schönes Spiel, so für nebenbei. Das immer mal, wenn ich gerade so Lust habe, mache ich 2-3 Stunden, mache ich das. Und Minecraft habe ich noch ein bisschen gezockt und My Summer Car habe ich jetzt wieder weggepackt, weil es scheiße ist. Und was? Ja, das ist irgendwie so bescheuert verbuggt und dann hatte ich da nichts zu tun, dann war ich sauer und habe ich es weggepackt. Ah. Ja, es war irgendwie so komisch. Ich wollte mein Auto da abgeben in der Werkstatt und die Werkstatt hat es nicht repariert und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr und dann habe ich die Scheiße weggemacht. Dann war GTA da und dann habe ich mit GTA angefangen, jetzt ist sowieso mein komplettes Leben wieder abgemeldet. Habe ich angefangen mit Abendstreams und naja. Die Nächte sind sehr lang, weil man ja gewohnt ist, nach dem Stream sein Pensum noch abzuarbeiten und dann guckt man auf 4 Uhr, oh, es ist so 4, dann lass mal schnell schlafen gehen. Husch, husch. Husch, husch ins Körbchen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dafür mache ich jetzt jeden Morgen, gehe ich eine halbe Stunde laufen. So. Ich habe mir so einen blöden Crosstrainer geholt und mache jetzt jeden Morgen so ein bisschen eine halbe Stunde. Also du gehst nicht draußen laufen? Hä, bist du bescheuert oder was? Ja, also Kamlan, ich bitte dich. Ah, ja. Mein Arzt hat gesagt, ich darf nicht in die Sonne wegen Sonnenbrand. Der Crosstrainer. Ja, was denn? Ich verstehe gar nicht, warum ich die Leute... Ich habe deine erste Insta-Story gesehen, wo du erstmal da drauf bist und da ist der Quack, Quack, Quack. Naja, man muss dazu... Du hast das irgendwie nicht richtig festgezogen gehabt und er hat... Der knarrt immer noch. Aber Quack, war der Quack. Öl dabei? Was war dabei? Öl? Ja, auch. Aber das Ding ist für 130 Kilo ausgelegt. Ich wiege 125. Also ich glaube, der ist schon so ein bisschen an der Kotzgrenze. Der Schmerzgrenze. Ja, das ist ein bisschen so die Schmerzgrenze, ja. Au. Hast du schon nachgeschaut, wo die Sollbruchstelle ist? Nee. Wird er dann merken? Das werde ich dann merken, ja. Aber ich finde das super, dass du das durchziehst. Auch an Tagen, wo du keinen Bock hast. Ich habe mir heute das erste Mal seit 6 Tagen einen Tag Pause gegönnt. Weil ich merke halt schon beim Laufen, dass der Oberschenkel halt sehr steif ist. Und das ist ja auch nicht so gesund. Und fühlt sich scheiße an, ohne, muss ich sagen. Hm. Naja, aber es ist gut. Ist halt eine Folge Serie gucken, bisschen abschalten und dann einfach eine halbe Stunde peitschen. Ne? Oh, ist gut. Sehr, sehr gut. Ansonsten ist nichts weiter vorgefallen. Also die Wochen waren...
aufregend, aber doch sehr ruhig. Achso, doch, wir haben die IRL-Tour 2019 noch geplant. Die steht jetzt, ist auch fest, Termin ist fest. Die Route ist auch so halbwegs fest. Ist ganz schön groß geworden. Erschreckend groß. Das kann ich dir leider nicht verraten, weil wir das noch keinem gesagt haben. Aber wir fahren 10 Länder an. In 2 Wochen. Das wird Spaß. Kontinent ist aber... Kontinent schon verraten? Noch gar nichts. Ne? Es sind aber auch Länder und keine Bundesländer. Also es sind wirklich... Also richtige Länder. Richtige Länder, ja. Richtige Länder. Richtige Länder. Keine richtige. Bundesländer. Bundesländer sind ja keine richtigen Länder. Gerade so Sachen wie Bayern, ne? Das ist ja... Zählt nicht. Oder unabhängiges Königreich. Das unabhängige Königreich Bayern. Bayern. Ja. Der Ball. Das haben wir auch geplant. Nun. Es wird schön. Es wird wirklich sehr toll. Bayern würde zählen, mein Filmchat. Was? Wie? Achso, als ist Bayern eins von den 10 Ländern? Nein. Nein, nein, nein. Das ist jetzt 11 vielleicht. Nee. Aber auch das ist sehr interessant, da man sich trotzdem, wenn man verreist, immer ja noch erkundigen muss, ob man irgendwo ganz zufällig noch ein Visum braucht und sowas. Und mit Unterkünften musst du gucken. Wir haben zum Beispiel auch bei der Planung, wir sitzen halt nachts dann immer da und unterhalten uns. Und damit wir dann so zumindest mal über alles gesprochen haben, alle Eventualitäten. Und dann saß Sascha irgendwann mal abends, also Igal saß dann da und meinte so, sag mal, wie machen wir das eigentlich mit dem Strom? Sowieso. Ja, wir haben Laptops mit, wir haben Kameras mit, wir haben Powerbanks mit. Vom Fahren alleine lädt sich das nicht wieder auf. Und dann saßen wir halt wirklich da und haben überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt, wenn wir wirklich mal keinen Platz haben, wo wir eine Steckdose haben. Gut. Wir haben dann mal so ausgerechnet, was wir an Akkus mit haben. Wir sind bei über 200.000 mAh nur zum Aufladen. Was wirklich viel ist. Also wirklich sehr, sehr viel. Also wir haben ausgerechnet, damit kommen wir ungefähr 3 Tage hin, ohne uns irgendwo laden zu müssen. Das war eine sehr nette Erkenntnis. Was wolltest du sagen? Kamlan wollte gerade was sagen. Ja. Ich habe krass gesagt. Ja, es braucht halt viel, ne? Also, da ballerst du. Wir haben jetzt, glaube ich, bei einem 12-Stunden-Stream IRL verbrauchst du ungefähr 50.000 ungefähr. Und dann geht, also, dann sind schon die internen Akkus von allen Geräten auch schon an und laufen ab. Also, da kannst du schon gut was wegknattern. Da kannst du ein halbes Kraftwerk einstecken. Das wird witzig, freue mich drauf. Wird sehr witzig. Nun gut, wo wir von witzig sprechen. Hearthstone. Ui. Okay, war doch gar nicht so eine schlechte Überleitung. Pui. Kamlan, magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen? Vielleicht sind noch ein paar Leute da, die dich nicht kennen. Weil, also wir beide, um kurz noch eine Vorgeschichte zu erzählen, wir beide haben uns 2016 kennengelernt auf der DreamHack, auf einer Party. Und ich habe Kamlan einfach Danke gesagt dafür, dass er Hearthstone spielt, weil er da nicht ganz so auf den Kopf gefallen ist. Und dann habe ich Kamlan erst kennengelernt und es war immer so, Nun gut, vielleicht haben die Leute auch so eine Reaktion. Kamlan, bitte. ja, ich stream auf Twitch hauptberuflich seit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren. 4 jetzt in etwa, circa, zu. 3 irgendwas? I don't know. Irgendwie sowas um den Dreh, Zeitschrift liegt. Und ursprünglich angefangen tatsächlich, weil ich eine Doktorarbeit schreiben wollte und ich meinen Master in Organisationsberatung geschrieben habe über Spiel, Computerspiel und Organisation im Computerspiel und dachte so, hey, das war eigentlich ganz cool. Die Professoren, die das alle bewertet haben, fanden es auch cool. Und über was kann ich denn einen Doktor machen? Und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und dann kam ich so Streaming und ich dachte, keine Ahnung, was das ist. Schaust du mal an, so, oh, Twitch Streaming, keine Ahnung, was das ist, probierst das mal aus. Und ja, und irgendwann habe ich dann mich dazu entschieden, nicht drüber zu schreiben, sondern es einfach hauptberuflich zu tun. Und weil schreiben kann man ja immer noch drüber, wenn man will oder Bock hat.
Und ja, seitdem mache ich das hauptsächlich Hearthstone, weil ich damals Hearthstone gespielt habe. Ich habe in meinem Leben schon ultra viele Computerspiele gespielt, meistens sehr kompetitiv auch, also die frühen MMOs vor WoW zum Beispiel auch auf Welttop-Niveau und auch die danach teilweise. Und Hearthstone hat sich halt damals angeboten gehabt, weil ich das halt neben meiner Uni-Arbeit, ich habe 7 Jahre gelehrt und 4 Jahre geforscht an 4 verschiedenen Hochschulen und hatte wenig Zeit und ein bisschen Hearthstone gedaddelt, weil mir das ein Freund damals gegeben hatte. Und so kam ich zu Hearthstone. Und über Streamen habe ich es dann halt mehr und mehr gespielt, war auch ganz gut da drin und habe dann irgendwann angefangen, Turniere zu spielen. Und in einem der ersten Turniere, die ich gespielt habe, habe ich mich damals für die WCA 2015, World Cyber Arena 2015 qualifiziert gehabt und bin dann nach Jinchuan in die innere Mongolei geflogen und habe da so gesehen die Olympiade mitgespielt. Ja, und seitdem mache ich das irgendwie. Ganz grob. Ja, uninteressanter Lebenslauf. Ah. Ziemlich uninteressant. Hast du denn jetzt geschrieben oder immer noch nicht? Die Doktorarbeit, nee, ich habe das tatsächlich nie angegangen, weil ich dann auch aufgehört habe, an den Unis die Seminare zu geben. Also ich habe so teils, teils noch gemacht. Ich habe so gesehen Hobby und Beruf getauscht, aber mein Beruf war ja eh mein Hobby, weil an der Uni verdienst du ja auch nicht so sonderlich viel. Und habe dann quasi nochmal ein Team geleitet gehabt mit ein paar Leuten und haben mittlerweile auch eine Agentur gegründet, mitten letzten Jahres, nachdem das Team nicht mehr existiert. Und bin da als Gesellschafter auch noch drin. Und habe ein bisschen auch Beratung noch gemacht mit Simon zusammen von Twitch. Also mir wird irgendwie nicht langweilig. Kann man sagen, ja. Was hast du denn studiert? Also, was hast du denn dort gelernt, dass du dann deine Doktorarbeit quasi darüber schreiben wolltest? Also ich habe angefangen mit Maschinenbau, das habe ich dann relativ erfolgreich abgebrochen nach einem Jahr und mehr oder minder erfolgreich abgebrochen, sehr erfolgreich abgebrochen, wollte ich sagen. Dann habe ich soziale Arbeit gemacht, da habe ich einen Bachelor drin gemacht. Nebenher habe ich dann noch Philosophie und Soziologie studiert, so hobbymäßig. Und dann habe ich einen Master berufsbegleitend gemacht in mehrdimensionale Organisationsberatung, das heißt, das ist Coaching, Supervision, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung. Und gelehrt habe ich aber schon seit glaube ich, bevor ich den Bachelor überhaupt noch hatte, 7 Jahre in hauptsächlich so Sozialpsychologie, Gruppendynamik. Hast du Was in die denn Richtung? damit was anfangen können, als du angefangen hast, mit Hearthstone zu spielen? Also so deine Gegenspieler lesen können oder sowas, auch wenn du ihn nicht siehst? Das eher wenig, was ich am Anfang hatte, ich hatte mit der einen Klasse, mit dem Jäger, die weltweit höchste Winrate von allen Spielern weltweit, weil da spielst du so Fallen raus. Und im Prinzip, die Fallen ist das so mit das Einzige, was man richtig bluffen kann, wenn der Gegner nicht komplett donkey ist. Und das hat so ein bisschen geholfen. Und so bei Live-Turnieren so ein bisschen, maybe, weil wenn du Lehrerfahrung hast und dir das jetzt nichts ausmacht, wenn du irgendwie vor 50 Leuten stehst und irgendwie über Personalentwicklung einen Vortrag hältst, dann juckt dich das meistens auch nicht. Also es ist halt beim Streamen einfach ein bisschen leichter dann, glaube ich. Aber ansonsten so viele Schnittpunkte gibt es jetzt da nicht. Was waren denn so deine größten Errungenschaften, die du so hattest im Laufe der Zeit? Den Pizza Mittwoch einführen und streamen. Jeden Mittwoch Pizza essen. Bestellt deine Community die Pizza? Prinzipiell nein, aber das hatte sich irgendwie etabliert, weil ich eines Tages, als der Stream dann immer größer wurde und gewachsen ist, habe ich gesagt, so, ja, nee, ich schaffe es nicht mehr einzukaufen, sonst schaffe ich den Stream nicht, ich streame jetzt lieber und bestelle mir halt eine Pizza. Und irgendwie, dann kam irgendwie eine Donation rein, so, ja, Pizza geht auf mich. Am nächsten Tag kam wieder eine Donation rein, ja, Pizza geht auf mich. Und dann habe ich erstmal 2 Wochen lang Pizza durchgegessen und irgendwann habe ich gesagt, so, nee, Leute, so können wir das nicht weitermachen, weil ich merke zwar nicht, dass ich dicker werde, aber irgendwann sagt meine Gesundheit bestimmt Pizza und sonst sagt die gar nichts mehr. Dann habe ich das quasi, oder dann haben wir das etabliert auf einen festen Tag. Machst du das denn jetzt auf Reisen immer noch? Nee, ich habe es tatsächlich so ein bisschen schleifen lassen, was die Pizza betrifft. Gibt's jetzt nicht nur den Pizza Mittwoch, sondern auch den Lasagne Samstag Montag. und Montag? Pizza. Ja, ich muss jeden Tag nochmal umlegen und so, weil ich habe keinen festen Stream-Schedule, dann ist das schwierig und so. Ja, also das ist auf jeden Fall die Nummer 1 Errungenschaft irgendwie. Ansonsten, ich habe ein paar Turniere gespielt, ich habe
nie ein richtig großes Turnier gewonnen. Ich wurde dann meistens so Zweiter oder Top 16 oder so oder Top 8, weil ich auch nicht so super ehrgeizig da in der Hinsicht bin. Ein paar tausend Euro oder Dollar Preisgeld. Ich glaube, WCL-Teilnahme 2015 war tatsächlich mit so das Größte, weil es so ein Qualifikationsturnier war und du dann da nach China geflogen bist und so. Birmingham wurde ich mal Zweiter, nee, Dritter, Vierter. House Cup nochmal in Wien, Dritter. Ja, Valencia Top 16. Glaube ich irgendwann mal. Irgendwie sowas halt. Aber ich bin dann relativ schnell, habe ich gesehen, dass E-Sports halt als Karriereoption, wenn man so 30 rum ist, definitiv nicht genug ist. Weil halt auch viele Turniere, so europäische Meisterschaften, hatte ich mich zweimal qualifiziert, konnte aber nicht mitspielen, weil mein Account nicht zugelassen war, weil irgendeine Regel im Nachträglichen irgendwie erfunden wurde. Und das ist halt so im E-Sport, ich weiß nicht, wie es so in anderen E-Sport-Sachen ist, in Counter-Strike mag es wahrscheinlich gehen, aber oftmals bist du halt super abhängig vom Publisher. Und wenn der Publisher sagt, hey, wir haben eine neue Regel jetzt und die zählt jetzt aber, also wir behandeln die neue Regel so, als ob die immer schon da war. Und du kannst halt permanent irgendwelche Turniere nicht mitspielen, obwohl du dann 3 Monate Arbeit reingesteckt hast, dachte ich so, nee, das kannst du nicht machen. Wie, weil du jetzt zu alt warst, oder was? Nee. Ach so, das hat sich halt gerade so angehört, als wenn die eine Regel eingeführt haben, dass du denn zu alt bist oder so. Oh, der ist über 30. Nee, der darf jetzt hier nicht spielen. Der ist über 30, den wollen wir nicht. Der schläft ein während dem Spielen und außerdem sabbert er immer auf die Tastatur. Nee, das war so, also es waren verschiedene Sachen. Ich hatte einen Qualifier für WM-Punkte gewonnen und die WM-Punkte wurden mir im Nachhinein aber nicht angerechnet, weil der Qualifier nicht auf der offiziellen Seite stand. Zu dem Zeitpunkt stand aber kein Qualifier auf der offiziellen Seite. Und so, ich weiß gar nicht, also es waren so lauter so Sachen oder so. Ich hatte mich qualifiziert, wollte eigentlich dann auf die europäischen Meisterschaften, dann musste es da hinfliegen irgendwie. Und dann war aber so, ja, der Account-Name und mein Name sind nicht identisch, weil ich den Account halt geschenkt bekommen hatte einfach. Und ich konnte den Namen aber nicht ändern lassen. Und das heißt, ich konnte das ganze Turnier nicht mitspielen, weil das halt deckungsgleich sein musste. Und diese Regel hatten sie aber irgendwann im Laufe der Zeit eingeführt und die gab es halt am Anfang halt noch nicht. Wo ich sage, so cool, jetzt kann mein Kumpel, dem der Account offiziell gehört, hin und die europäischen Meisterschaften mitspielen. Der hat aber noch nie Hearthstone gespielt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, und so generell, so, du bist halt so super abhängig und dann ist es halt viel, viel Varianz und viele Teams sind wieder aus Hearthstone rausgegangen und so. Das ist ein ganz interessantes Feld, weil auch viele Investments so im E-Sport rumschwirren und viele Teams so sind. Aber um dort als Spieler so einen Lebensunterhalt damit zu verdienen, das ist vielleicht so 20 Spielern weltweit vergönnt, die gut damit sind und der Rest versucht dann zu den 20 dazu. Dann habe ich gedacht, so Streaming macht mir einfach mehr Spaß, weil kannst du halt Musik hören und Pizza essen und hast eine nette Unterhaltung, wenn dein Chat gut drauf ist, was er ja immer ist auf Twitch. Toi, toi, toi. Und das hat mir einfach mehr gelegen. Und dann habe ich gesagt, ich mache dieses E-Sport-Gedöns nicht mehr oder nicht mehr so stark, sondern halt eher Streaming. Und so ein paar andere Sachen, Salting und Zeug. Welches der Events würdest du sagen, war dein Lieblingsevent? Tatsächlich fast jedes, weil ich habe so ein Jahr lang gebraucht, um so einen Überblick über die Szene, weil ich ja so als absoluter Neueinsteiger da reingekommen bin in Hearthstone, in E-Sport, als auch in Streaming und so gar nichts davor damit zu tun hatte. Und ich habe so ein Jahr lang gebraucht, um so Teil von dieser Community zu werden. Das fand ich ganz faszinierend, weil sich so Freundschaften einfach entwickelt haben und so ein Freundeskreis. Und viele von den Hearthstone-Pros, die hast du halt irgendwie, die triffst du jetzt irgendwie in Valencia zum Beispiel und dann hast du da irgendwie ein tolles Event mit denen, gehst abends nochmal feiern, hast super oder auch gute Gespräche und dann verabschiedest du dich, fliegst heim und 3 Wochen später triffst du die halt dann in Bangkok zum Beispiel. Also in Bangkok habe ich auch ein Turnier gespielt und das sind halt wieder, sind die Leute da und das ist sehr international und sehr, sehr, sehr offen irgendwie. Das ist das, was ich mit am meisten geschätzt habe an Events. Also ich bin tatsächlich zu den Events primär gefahren, einfach um Freunde zu treffen.
Und von daher gesehen waren die ganzen Events halt super gut. DreamHack zum Beispiel, weil dann ein Teilnehmerfeld von 300 Leuten da ist und du kennst halt, außer die Locals manchmal so, aber du kennst halt 150, 200 Leute davon, ziemlich gut teilweise. Und hast einfach eine gute Zeit, sitzt am Strand, trinkst einen Cocktail mit denen oder gehst essen oder keine Ahnung was. Also es ist halt mega, mega cool, diese soziale Komponente. Pizza essen tust nicht mit jedem, ne? Ja, obwohl eigentlich schon. Okay. Ich frage nur, weil das wurde jetzt gerade nicht aufgezählt. Das kann ja sein, dass du da irgendwie so einen Fetisch hast oder so Anti bist. Ich fehlte schon Pizza. Nein, 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 alles okay. Weiß man ja nicht. Was macht dir am meisten Spaß an Hearthstone? Du, also Offline-Turniere, du kommentierst und castest, du coachst. Du machst da ja wahnsinnig viel. Würdest du sagen, dass irgendetwas davon dir besonders viel Spaß macht? Am meisten Spaß macht mir tatsächlich, wenn ich dazu komme, selber zu datteln, in Anführungszeichen. Weil wenn du halt Streams oder ein Main-Game hast und das zu deinem Beruf machst und machst es mehrere Jahre lang, dann hast du den coolsten Job der Welt, finde ich. Aber du hast auch ein Hobby verloren, weil es halt dein Beruf wurde. Und das ist manchmal eine Schwierigkeit gewesen, ehe ich das gecheckt habe, dass es halt so ist. Weil du hast halt manche Tage, da hast du halt keinen Bock, Hearthstone zu spielen, obwohl es cool ist, ja. Und dann sitzt du dich hin und spielst 8 Stunden Hearthstone und dann prügelt dich das RNG, deine Gegner sind irgendwie gemein zu dir und adden dich und sagen dir, deine Mutter, würde ich gesehen, arbeitet ganz abwegige Sachen und so. In verschiedenen Sprachen kriegst du das dann auch noch gesendet. Und dann denkst du dir so, warum tue ich mir das eigentlich an? Und dann stellst du halt fest, ja, weil es halt irgendwie schon dein Job ist. Und da so einen professionellen Umgang auch damit zu entwickeln, mit Computerspielen, das war irgendwie skurril. Und von daher gesehen, wenn ich mal selber die Zeit habe zu datteln, was ich fast nie habe, ich zocke halt off-stream halt auch mittlerweile gar nicht mehr. Zumindest momentan nicht, weil ich einfach die Zeit dazu nicht finde. Das ist halt cool. Und das Tollste an Computerspielen finde ich halt, dass du dich halt mit dir auseinandersetzt. Also drum spiele ich halt gerne Strategiespiele und quasi so eine Form von Erkenntnis erzielst irgendwie. Du findest irgendwie eine Lösung, die zu einem Problem, was du davor nicht kanntest, irgendwie das Bessere ist als davor. Und du hast so einen Aha-Effekt. Und diese Aha-Effekte sind das, wo du so einen Lerneffekt hast, was irgendwie so die Grundkomponente von Spiel generell ist. Und das macht mir am meisten Spaß. Drum mag ich es halt generell eher weniger zu coachen, weil ich da quasi für den Aha-Effekt des Coaches verantwortlich bin, was super befriedigend auch ist und super gut funktioniert, wenn man das einigermaßen da Übung hat. Aber das mache ich eher nicht so gern. Casten ist super anstrengend tatsächlich, möchte man gar nicht meinen, aber wenn man so ein ganz großes Turnier castet mit bis zu 16 Stunden am Stück ohne Pause, also ganz ohne Pause, maximal 3 Minuten, Boah. und dann halt durchsprechen muss, und ich bin jetzt nicht gerade der emotionalste Mensch, oder ich kann Emotionen schlecht über meine Stimme befördern, weil meine Stimme ist halt immer gleich, ja? Die macht nicht so wirklich Ausschläge. Und mir dann anzutrainieren, dass sie zumindest so einen leichten Huckel nach oben und einen leichten Huckel nach unten macht und ich nicht sage so, oh wow, er hat gerade Liesel getoppt, so nächstes Spiel auf geht's. Also so, oh mein Gott, er hat Liesel getoppt. Nein. Okay, das war jetzt ironisch betont, aber das ist jetzt auch nicht so unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, darum mache ich es auch momentan nicht. Aber so Turniere spielen, sich auf Turniere vorzubereiten mit Trainingspartnern in so einer Trainingsgruppe zusammen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber sowas ist war auch immer ganz cool. Spielst du denn heute noch aktiv Hearthstone? Ja, klar. Aktiv Hearthstone spiele ich. Ich spiele nur keine großen Turniere. Ich spiele mal Invite-Turniere, wenn ich eingeladen werde, weil das sind die, wo es sich halt eher lohnt mitzuspielen auch. Also Twitch Rivals haben Tan und ich jetzt zum Beispiel letzte Woche gespielt, weil die sagen dann, okay, du hast eine große Reichweite, wir wollen Reichweite auf unser Turnier haben. Kommst du? Dann sage ich, okay, komme ich. Und dann sagen die, kriegst ein bisschen Geld. Dann sage ich, okay, fein. Ja, sowas spiele ich halt. Aber so, hier, flieg doch mal bitte nach Schweden zur DreamHack für eine Woche. Du kannst dort nicht streamen. Das Preisgeld, wenn du in die Top 16 kommst, waren, wie viel habe ich gekriegt?
$400. Das wird aber in Schweden versteuert erstmal. Und da bleiben dann 450 übrig und dann kannst du es eigentlich in Deutschland nochmal versteuern und dann hast du Unterkunft für eine Woche, Flug und so, wo du sagst, so, ich muss von 300 Leuten in die Top 16 kommen, damit ich immer noch ein Minus-EV habe. Wie genau funktioniert das? Ich habe kein Team und so. Ja, nee, also sowas mache ich halt dann nicht mehr. Was, du musst die Unterkunft selber bezahlen? Ja, normalerweise hast du Teams, aber das Problem ist halt, ein Team zahlt dir ja die Unterkunft nur dann, wenn das Team mit dir irgendwie nicht Selbstständig, Minus macht. ja. Und dazu brauchst du halt Sponsoren. Das ist halt ein bisschen schwierig, momentan in Hearthstone, glaube ich. Okay. Gut zu wissen. Ja, viele meinen, ich kann etwas gut und jemand anders soll mir jetzt dafür Geld geben. Ich komme halt noch so aus einer Generation. Ich war halt, ich weiß nicht, kennt ihr Dark Age of Camelot? Jahrelang gespielt. Das ist Ja? meine MMO-Sucht, ja. Auf welchem Server? Warum? Nur so. Hast du Albion gespielt? Ich habe alles gespielt. Echt? Du hast dich nirgendwo so richtig dazugehörig gefühlt? Oh, die Kritik in der Frage. Ja? Doch, definitiv. Also? Ich habe ursprünglich Lyoness Albion gespielt bei Knights of Zaani. Und dann? Und dann habe ich auf Avalon Vernia gespielt und dann habe ich Stonehenge Midgard gespielt, aber teilweise mit dieselben Leuten und dann habe ich Kamlan gespielt. Daher kommt mein Nickname. Ich habe auf Avalon Albi gespielt. Ah, okay. Und habe dann vielleicht mal kurz, okay, aber da habe ich doch, glaube ich, schon 2 Jahre gespielt, habe ich mal bei Hibernia kurz reingeschaut und dann bei Midgard. Aber vom Prinzip her hätte mich Midgard mehr angesprochen, aber ich war so in Camelot verankert, dass das war halt nur arbeiten, nach Hause kommen, Dark Age. Ja, hätte ich. Sehr lange Zeit. Ja, ich habe mit meinem Dann sind alle Bruder. nach WoW gegangen und ich habe mich erst lange gewehrt und dann bin ich halt hinterher und dann war ich noch Jahre in WoW. Ja, Ja, und dann habe ich. ich habe WoW angefangen, als es rauskam zu Vanilla, am selben Tag noch, weil so wir alle gesagt haben, okay, das wird das nächstgrößere MMO einfach. Es gab ja Ultima Online, das war das Ur-MMO, dann gab es drei MMOs, EverQuest 1, Dark Age of Camelot und irgendwas mit Star Wars noch. Und dann war klar, jetzt ist irgendwie so die neue Evolutionsstufe von MMOs und das wird halt einfach WoW. Aber ich habe es bis Level 32 gespielt und ich konnte es einfach nicht mehr spielen dann. Das war so langweilig. Also wenn du das heutzutage sagst, da kriegst du halt massiv Hate von allen, bei denen halt WoW das erste MMO war. Und Halleluja, das sind ganz schön viele. Ich sollte sowas eigentlich nicht mehr on Stream sagen, aber ich tue es trotzdem. WoW war langweilig. Also ich bin zu Ich finde es WoW immer nur noch gegangen. langweilig. Nee. Ich Ja, habe es du. nicht mal gespielt. Also, Ach so. ja. Also mein Ding ist es auch nicht. Ich musste rübergehen. Es waren alle weg. Ja, das stimmt Also allerdings. so, und man hat halt eine große Gilde gehabt und es waren alle weg. Und dann so, ja gut, dann guckst du dir die Kacke halt auch mal an. Ich habe halt WoW hier 3 gespielt, also Warcraft. Und okay, aber das war mir alles zu bunt und zu. Und PvP war sowieso für den Hintern und das hatte Oh, mir alles PvP nicht war so furchtbar. schrecklich, gerade wenn man von Dark Age gekommen ist. Und ja, aber ich habe mich dann integriert und dann habe ich es halt auch lange Zeit gespielt, weil alle anderen auch da waren. Ne? Und dann hat man geradet und sich darauf dann vorbereitet, um die schicken neuen Sachen zu bekommen und habe mich dann schon festgesuchtet. Das ist, und darum fasse ich so jetzt gar nichts mehr in der Art an, weil das bei mir einen Schalter umlegt. Ich sag Diesen. nur, Camelot Unchained kommt irgendwann raus. Ja, das ist mir egal. Dieser Schalter Ja. ist da und dann vergesse ich zu schlafen, zu essen, so und alles ist mir egal, weil ich sehr fokussiert bin und dann auch sehr ehrgeizig. Und jetzt, wo ich das Ganze mit dem Kostüm verkleiden könnte, das ist ja Arbeit. Weißt du, das? Nein, nein, das machen wir nicht. Keine Boah, MMO. lass uns noch mal 24 Stunden am Stück weiterarbeiten. Oh, Nachtschicht. Oh, Nachtschicht. Das ist meine Nachtschicht. liebste Schicht. Ja. Kriege ich Nachtzuschläge-Chat? Ich mache auch Nachtschicht. Was? Muss ich mir mal aufschreiben. Nachtschicht, Nachtzuschläge. Sag mal, heute ist doch Sonntag, oder?
Da kommt da gerade so eine Idee. Was denn? Sonn- und Feiertagszuschläge vielleicht. Ach so. Ah, stimmt. Doppelter. Mensch, Dizzy. Ja, ich denke da gar nicht mehr dran. So nach 6 Jahren jetzt mittlerweile Selbstständigkeit ist Feiertag, was ist das so? Hä? Ja, Sonntag, immer selbst und immer ständig. Ja. Merkt man irgendwann gar nicht auch mehr, auch nicht mehr so. Das ist schwierig, merkst du, wenn du einkaufen gehst und die Läden zu sind, so, Feiertag, stimmt ja. Ich habe das so oft in Dresden gehabt, ich stand dann vorm Netto und denke mir so, warum ist denn hier zu heute? Oh, heute ist ja Sonntag. Ha, schade. Na gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Ich dachte mir auch so, machen die am Sonntag nicht mehr auf? So, die hatten noch nie am Sonntag. Ja, genau. Oh, okay. Wusste ich natürlich. Wie um 10:30 ist nicht auf? Was ist das denn? Ich wollte doch jetzt in der Schweiz gut. Wir haben auch Läden, die machen sonntags auf. Ja? Naja, das ist hier in der Nähe nicht so. Aber gut. Schön, dass ihr euch da so festgesuchtet habt. Ich habe immer, ich habe aber auch MMOs gespielt. Also ich habe zum Beispiel Runes of Magic gespielt. Da war ich auch relativ... das habe ich nur mal kurz angespielt, glaube ich. Da war ich sogar relativ erfolgreich. War zweitbester Tank in Europa. Naja, ich habe schon ziemlich viel geballert da in der Zeit. Hab schon viel Gas gegeben. Da war dann so Semesterferien, 16 Stunden am Tag raiden und so eine Scheiße, ne? Ja. Semesterferien. Es waren wirklich Semesterferien. Ja, ja. Ja. Ich habe aber auch... Was? Es waren Semesterferien. Ich hänge noch in Dark fest. Achso, Dark Age of Camelot. Das habe ich nie gespielt. Das Witzige ist, dass mein Name auch von da ist. Ich saß da, ich habe mir eine Magierin erstellt und habe nicht gewusst, wie ich sie nennen soll. Und damals hast du, als du das Spiel gekauft hast, im Booklet war halt die Karte von Albion drin. Ja. Und da gibt es die Salisbury-Ebene. Ja, ja, Salisbury. Und deshalb heiße ich Sally. Also das war, weil ich wollte halt die coolen Namen haben, wie damals zu Matrix-Zeiten hier, Trinity oder so, aber die waren ja alle schon vergeben, weil ich dieses Spiel ja nicht zu Release gespielt habe, sondern ganz kurz danach. Und ja, am Arsch. Und nachdem ich 2 Stunden lang da saß, mein Charakter war fertig erstellt, hat mein damaliger gesagt, dann nennen Sie doch Sally. Und ich so, boah, was für ein Scheißname. Ja gut, dann haben wir Salis. Okay, Salis. Und der ist bis heute, ich habe halt ein TA, Salista draus gemacht, ist bis heute. Ich hatte bei dem Main Char, also ich war mit einem Char, war ich Top 10 World und hatte doppelt so viele Punkte wie der zweite auf dem Server. Und da habe ich auch so richtig reingerollplayed beim Namen erstellen, so durchgeklickt und es war so ein Valkyrie. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Mhm. So ein Wilder im Prinzip. Also es war nicht Wilder, aber so ein Bone Dancer. Und der sah halt so aus, so mit so weißer Hand, so, oh, schau mal, Mr. Burns aus Sims, Mr. Burns. Oh, ist doch frei, ja cool. Und dann wurde das halt der Main-Char, der hieß halt Mr. Burns. Lol. Ihr wart ja richtig kreativ beim Namen suchen. Ja, das war irgendwann schwierig, weil wir quasi jedem einzelnen Char versucht haben, einen Namen aus den Simpsons zu geben. Aber wir hatten halt so 60 Max-Level-Chars oder so, oder sogar noch mehr. Wurde irgendwann dann knapp. Wow. Wie viele Nicknames hattet ihr schon in eurem Leben? Nur den einen? Ja. Salis ist mein Hauptnickname, mit dem ich bin so ins Internet erst gekommen. Ich habe mich damals noch mit AOL-Dinger eingewählt. So, also, ja, so, das war tatsächlich der Grund, warum ich ins Internet gegangen bin, ist, weil ich dieses Spiel gekauft habe und geguckt habe und so, oh, da muss man online sein. Online. Ja, okay. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, das machen wir halt, ne? Und ich kam tatsächlich da erst mit dieser ganzen Kultur zusammen. Und das war dann wie der Heilige Gral, weißt du, so Lord of the Weed und all solche Sachen sind dann so auf einen zugekommen. Und ich so, oh mein Gott, hier ist es ja richtig cool. Und ja, und ich habe diesen Namen bis heute immer behalten, also nur als Abendungen in TA. Aber Sally, Salista, habe ich immer gehabt. Hi, Mäuschen.
Ich weiß gar nicht, wie viele ich verschiedene Nicknames ich hatte. Immer, also, weil ich halt auch so viele verschiedene Spiele gespielt habe und irgendwie nie so stuck zu einem Nickname war. Also, keine Ahnung. Abgesehen davon haben mein Bruder und ich halt oft zusammengezockt, weil ein Rechner und dann quasi begrenzte Internetzeit, weil ISDN Flatrate. Und dann haben wir eh meistens so dieselben Chars größtenteils gespielt, bis wir dann einen zweiten Rechner bekommen haben. Von daher gesehen hatte ich nie so eine Identität zu einem Nickname aufgebaut. Ich hatte damals einen Kumpel Felix, leider nicht mehr so viel Kontakt, bester Kumpel zur Schulzeit, der hat Wolfenstein Enemy Territory online gespielt und dann habe ich das bei ihm mal gezockt und dann wollte ich das auch unbedingt online spielen und am Anfang hieß ich Scully. Das weiß ich noch, das war mein allererster Nickname. Und dann dachte mal alle, ich bin eine Frau. Und Komisch. er hieß Holla die Waldfee und dann haben wir uns mal Oh, als warte, Pärchen. ich hatte auch mal einen Char, der hieß Holla die Waldfee. Und dann irgendwann hieß er Holla und dann haben wir uns immer irgendwie online als Pärchen ausgegeben und so eine Scheiße. Und irgendwann habe ich aber gesagt, ey, tut mir leid, Felix, aber wir müssen das mal ändern jetzt. Und dann habe ich mir einfach Dizzy genommen dann quasi. Und ja. Aber wie kamst du darauf? Auf Dizzy? Dizzy leitet sich vom englischen Wort Dyke ab, Dyke. Das ist, heißt so viel wie Mauer, Damm oder Wall. Und da ich schon immer so ein bisschen groß, breiter war, habe ich das einfach so als Attribut genommen und ja, dann habe ich da aus dem K ein C gemacht, damit es nicht allzu auffällig ist, weil ich wollte nicht Paul van Dyk heißen und so eine Schoten. Und Gerade noch meine. mal die Kurve gekriegt. Ja, genau. Und dann irgendwann habe ich das. Irgendwann haben meine Freunde dann immer Dieze gesagt, weil die Dyce immer nicht als Dice oder Dizzy aussprechen konnten. Und dann war es Dizzee und jetzt ist es seit, keine Ahnung, 15 Jahren, 16 Jahren Dizzy halt oder Dieze. Ja, so ist das entstanden, quasi. Hier ist im Chat ist noch eine schöne Frage, die Die würde wollte ich. ich. Ja, Ja, dann mach hau du du. sie rein. Nee, mach du so. Nee, hau du Ich sie habe rein. hier noch ein, ich Also, habe ihr noch einen verdient ja nun schon Fragenkatalog. länger. Ja, dann mach du, Kaplan. Los! Also, ihr verdient ja nun schon länger euer Geld mit dem Spielen und Streamen von Computerspielen. Wünscht ihr euch zwischendurch die Sicherheit eines Arbeitnehmers, der monatlich zum 15. sein Geld bekommt? Ich bekomme monatlich zum 15. mein Geld. Schwankend. Und nicht immer das Gleiche, aber Geld. Ja. Also ich kann da ganz kurz zu sagen, ich war fast mein Leben lang selbstständig. Also ich kenne es nicht anders. So, wenn ich nicht arbeite, habe ich nichts verdient. Und ich kenne es nicht anders. Ich habe zu meiner Ausbildungszeit, da habe ich in einem Betrieb gearbeitet, in einem Arbeitsverhältnis, wo ich mein Geld monatlich von dem, also als Angestellte, aber danach nicht mehr. Also ich kenne es nicht anders. Ganz auch nicht anders. Ich würde es auch gar nicht anders haben wollen, weil mir das keine Sicherheit gibt im Prinzip, weil wenn du Arbeitnehmer bist, dann nimmst du halt Arbeit, gibst halt deine Arbeitsleistung dafür, wirst dafür zwar auf städtischer oder stetiger Basis irgendwie entlohnt, aber ich brauche irgendwas, was ich halt irgendwie für, also so als selbstständig machen kann, irgendwie. Bin auch so ein bisschen arbeitsasozial, habe ich festgestellt. Ich war nie in einem festen Angestelltenverhältnis. Also ich habe immer so mein Zeug gemacht, was ich halt interessant fand, dann war ich halt gut da drin. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, hier, ich habe irgendwie, ich hefte Arbeit an dein Interesse dran oder ich hefte dein Interesse an meine Arbeit. Und dann habe ich meistens in bilateralen Verhältnissen gearbeitet, aber sehr, sehr frei immer. Von daher gesehen kenne ich das gar nicht. Ich habe auch gar keinen so festen Arbeitsbegriff überhaupt. Ich habe auch nie ein Angestelltenverhältnis gehabt, außer in der Universität, aber Ja, genau. das war ja nie wirklich, also nicht wirklich zu vergleichen, sage ich mal, mit der realen Arbeitswelt. Und ich möchte nie wieder in meinem Leben einen Chef haben. Nie wieder. Will ich nicht. Möchte ich nicht. Ich kann nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Also jemanden zu haben, der mir sagt, was ich machen soll, ich glaube, den würde ich nach einer Woche schon auf den Kopf scheißen, das geht nicht. Zumal ich sowieso mehr arbeite, als ich eigentlich sollte und dafür werde ich ja nicht bezahlt.
Weil ich glaube, ich wäre glaube ich, sehr schnell gekündigt wegen Überstunden. Weil dann müsste ich, entweder müsste ich A, so viel Urlaub machen, dass mir wieder langweilig wird, oder der müsste so viel Überstunden bezahlen, dass er mich rausschmeißt. Also für mich wird das nicht funktionieren. Ja, eine gewisse Sicherheit wäre schön, einen festen Betrag jeden Monat auf dem Konto zu haben, definitiv. Aber ich sag mal so, wie drücke ich das am besten aus? Du wirst immer so bezahlt, wie du Sachen machst, quasi. Also wenn du was machst und du da wirklich viel Zeit, was heißt viel Zeit, wenn du da gewissermaßen Energie und Gedanken gut reinsteckst, dann wirst du auch vernünftig bezahlt. Bin ich der Meinung. Also das heißt, wenn ich jetzt, sag ich mal, eine scheiß Phase habe, dann kriege ich halt weniger Geld. Ne? Logischerweise. Achso, du redest noch von deinem Job. Wenn ich Scheiße mache, kriege ich weniger Geld. Und das weiß ich auch. Wenn ich gute Sachen mache, dann kriege ich mehr Geld. So. Also man ist ja darauf vorbereitet. Und ich sag mal so, die Hemmschwelle schwindet nach vielen Jahren einfach. Also man hat dann gar nicht mehr diesen Druck, sondern dann ist das einfach so. Hat mich gerade jemand gefragt, nur als Beispiel jetzt, wenn du für deine Krankenkasse 800 Euro bezahlen musst, dann sind das 800 Euro. Also musst du losgehen und mehr Geld verdienen, damit alles andere passt. Also es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie Leute sich das vorstellen. Denke ich. Wobei ich das interessant finde, was du sagst, weil ich das teilweise so erlebt und teilweise ganz anders erlebe. Weil zum Beispiel, ich meine, ich kenne das, weil ich halt weil ich halt viel Coaching und viel Beratung gemacht habe von Selbstständigen, die immer so Existenzängste einfach hatten. Weil du halt nicht die Sicherheit hast, dass das, was du machst, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht irgendwie eine absolute Marktlücke irgendwie getoppt hast, vielleicht auch im nächsten Jahr so weiterläuft. Und so diese Unsicherheit, die hat mir eigentlich nie wirklich zu schaffen gemacht. Abgesehen von Anfang dieses Jahres, wo es mit Hearthstone, vielleicht auch, weil ich halt in einem Game sitze, wo es halt mit Hearthstone von den Zahlen her generell runterging, krass mit den Spielerzahlen als auch mit den Viewerzahlen, wo dann die Frage war, ist das auf Dauer überhaupt ein Markt, der groß genug ist, dass du davon leben kannst, wenn du der Größte oder der Zweitgrößte im Markt bist. Das hat mir schon so ein bisschen zu schaffen gemacht, Anfang des Jahres. Da laufe ich eigentlich immer erst auf Hochtouren, wenn der Fall kommt. Also ich manövriere mich selber oft in diese Position rein, um wieder mehr rauszuholen. Also gerade bewusst in diese, wie sagt man denn, Notstandssituation. Ja. Weil ich funktioniere dann am besten. Also wenn ich komfortabel bin, dann funktioniere ich nicht. Ich muss schwitzen beim Arbeiten. Also ich muss richtig so, im Nacken muss schon der ganz kalte Wind kommen, damit man wieder so hopp, 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 hopp. Ansonsten funktioniert das nicht. Aber das ist ja an sich auch schon ein Problem, oder? Oder es könnte ein Problem, also kann ja zum Problem werden, wenn du so dauerhaft so Workaholic-Stress irgendwie so empfindest. Weil, also so kenne ich das zum Beispiel von mir so ähnlich jedenfalls, weil ich halt auch irgendwie immer was machen muss. Ich muss irgendwie meinen Kopf immer beschäftigen. Sonst wird mir irgendwie, ich weiß nicht, mir war lange nicht mehr langweilig, aber sonst habe ich die Angst, dass mir langweilig werden könnte. Was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, finde ich. Nee, das ist richtig, aber ich langweile mich auch so bei anderen Sachen nicht unbedingt. Nee, ich auch nicht. Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob du das, also ich sag mal so, nennen wir das Kind beim Namen, ja, ich bin Workaholic so. Also ich kann auch nicht anders so, ich muss jeden Tag Fotos machen, ich muss jeden Tag fotografieren gehen, ich muss jeden Tag meine Instagram-Story machen, so anders funktioniert das für mich gar nicht. Ich mache das aber auch gerne. Ansonsten fühlt sich das mal so leer an. Und zum Beispiel, um das mal an einem Beispiel zu nennen, ich bin vor einem Jahr bin ich umgezogen in eine Wohnung, die, naja, ich sag mal, ein bisschen gehobenere Klasse ist. Und ich konnte sie mir gerade so leisten. Also wirklich gerade so. Und das hat mit dem Durchrechnen hat das alles geklappt und so weiter und so fort. Aber genau diese Situation wollte ich hervorrufen, um weiterzukommen, den nächsten Schritt zu gehen. Ah ja. Und jedes Mal, wenn ich merke, okay, jetzt ist komfortabel, dann mache ich wieder so ein Ding, dass ich sage, okay, ich habe jetzt beispielsweise, sagen wir einfach, ich habe hier noch eine Ausgabe mehr und dann wird es wieder ein bisschen enger und dann muss ich wieder Gas geben. Weil ich glaube, sonst fängst du irgendwann an, stillzustehen, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen.
Also ich zumindest. Sagen wir mal so, ich würde, glaube ich, stillstehen dann. Und das mag ich nicht. Ja, aber es ist ja auch so eine Spiralbewegung dann, aber ich meine, fällst du damit nicht irgendwann potenziell auf die Füße oder was passiert dann? Also ich bin mir jetzt in 6 Jahren noch nicht auf die Füße gefallen, Junge. Also es ist natürlich so, man muss, es wird natürlich, je höher man geht, dosiert man immer langsamer, ne? Also dann reden wir nicht mehr von, wir reden nicht von so großen Zielen, sondern es ist dann immer so eine ganz kleine Dosis, dass man sagt, okay, das könnte ich potenziell noch schnell wieder abfangen. So. Also so ist der Gedankengang dahinter immer noch, dass du sagst, okay, pass auf, das geht. Wenn wir drüber kommen, ist gut. Wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann können wir das nochmal abbremsen. So. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich, wenn jetzt alle Stricke reißen würden, dass jetzt das dann alles gegen Baum fährt. So. Also so ist es mittlerweile nicht mehr. Das, so, das muss man dazu sagen, das wird halt minimaler, sage ich mal. Weil ich glaube, wenn du zu großes Risiko gehst, dann, dann kann das schon mal scheiße werden. Ja, Da kannst du schon mal richtig was am Baum fahren. da brauchst du schon ein paar Speicherstände, die du wieder rausholen kannst. Was würdet ihr machen, wenn es Twitch nicht geben würde oder irgendwann vielleicht die Abos ausbleiben? Weiterleben. Wollte ich gerade sagen. Was, das Mir einen anderen geht? Job suchen. So. Das Arbeiten sind gehen. so, da mache ich mir gar keine. Ich weiß, dass ich habe in meinem Leben immer Arbeit gefunden. Und wenn es Twitch irgendwann nicht mehr gibt oder wenn ich keinen Spaß mehr daran habe oder so, dann suche ich mir was anderes. Da mache ich mir also gar keine, da habe ich gar keine Angst vor, keine Ängste. Nö, arbeiten gehen. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich hatte aber auch nie so einen wirklichen Berufsplan. Ich wusste nicht, was ich studieren soll. Ich habe dann irgendwas anderes studiert. Bin dann davon, was mir Spaß gemacht hat, habe ich immer gefunden. Also ich würde entweder irgendwas an der Uni machen oder Beratung machen oder irgendwas im Gaming-Bereich, whatever. Also tausende Optionen. Ich glaube aber auch, dass man hat irgendwann genug Kontakte aufgebaut, dass man die Szene eh nicht mehr verlassen wird. Also Man muss. zumindest bei mir ist das nicht so. Ich weiß es nicht. Also ich würde die Szene, glaube ich, nicht mehr verlassen. Ich fühle mich hier wie zu, also ich bin zu Hause hier halt. Ja, Aber um ich meine weiß Antwort nicht. zu geben, darauf, darüber denke ich gar nicht nach. Darüber denke ich nicht eine Sekunde nach. Nie. Es gibt für mich nicht Scheitern, weil ich glaube, sobald du einmal so einen Gedanken fasst und der sich in deinen Kopf verpflanzt, wird er immer da sein und dann fängst du irgendwann selber an, an dich selber, an dir selber zu zweifeln. Und wenn du anfängst, an dir selber zu zweifeln, dann wie sollen andere Leute an dich glauben, wenn du schon an dir zweifelst? Deswegen, für mich kommt das gar nicht in die Tüte. Es werden die Abos ausbleiben. Es geht mal tief, Also, es geht mal in den Keller. Aber dann geht man einfach nur in den Keller, um schnell nochmal Motivation zu holen. Und dann kommt man wieder raus aus dem Keller und dann scheint auch wieder die Sonne so. ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht. Echt? Ja, einfach alterstechnisch, weißt du? So, da habe ich mir schon mal überlegt, Mensch, wie lange wirst du wohl hier auf Twitch bleiben können und noch die Leute ansprechen? Na, man wird ja nicht jünger. Aber das Publikum wird nicht, bleibt auch nicht jung, sondern auch Das älter. stimmt, das kam dann danach. Aber das war so mein Gedanke. So, ich gehe langsam auf eine Zahl zu, wo man sich dann doch mal ganz kurz, also wo ich mich einfach mal kurz gefragt habe und auch mich mit meinem Mann zusammengesetzt habe: So, du meinst du, ich kann das jetzt noch so lange machen, wie ich möchte? 5 Jahre, 10 Jahre? Ich will, aber ne, man muss da mal ganz kurz reflektieren. Und Stefan so: Klar, warum nicht? Und ich, okay. Das ist, so, Stefan ist da immer der Geerdete, der glaubt da sowieso. Klar, Schatz, warum nicht? Stimmt. Und wenn es nicht mehr klappt, dann mache ich was anderes. Noch lebe ich meinen Traum. Man verliert halt die Skrupel über die Jahre. Komplett. Habe ich noch nie welchen gehabt. Wie meinst du die Skrupel? Jana, Dieses. ich glaube, das ist genauso, wenn du arbeiten gehst. So. Irgendwann machen sich Leute, also nicht alle, aber viele machen sich dann einfach keine Platte mehr. Wenn das nicht mehr geht, dann geht es halt nicht. Dann suchst du halt eine andere Firma. So.
Und so ist das beim Stream, glaube ich, auch. Da macht man Ja, sich klar. keine Platte, man macht das einfach so. Ich find den Gedanken auf jeden Fall legitim und ich hatte den auch schon öfters. Auch so, was du jetzt gerade gesagt hast. Machst du das jetzt in 5 Jahren noch? Was ist eigentlich dein Langzeitplan irgendwie? Hast du überhaupt einen Plan? Sonst hattest du auch keinen irgendwie so. Solltest du mal sowas haben? I don't know, maybe. Oder was sind denn alternative Standbeine oder so? Also, das sind schon Gedanken, die ich halt gerade dieses Jahr schon öfters hatte. Aber ich habe jetzt da keine Angst irgendwie davor. Mache ich alles gar nicht. Also ich will nicht sagen, dass ich mit dem Geld nichts Sinnvolles mache, so, aber ehrlich gesagt, mir ist das sowas von scheißegal. Weil ich bin so verliebt in meinen Job, dass ich habe gar keinen Platz, um irgendwie mal daran zu denken. So. Ich weiß, wenn ich 40 bin, kaufe ich mir ein Haus, bar, Punkt, aus, Ende. Und dann habe ich ausgesorgt. Bis 40 muss das noch klappen. So, dann Hast du doch noch sie nicht ausgesorgt. mit 40? Ja, nur weil du ein Haus hast, hast du noch lange nicht Nein, ausgesorgt. mit 40 habe ich ausgesorgt. Mit 40 habe ich ausgesorgt, Punkt. Da habe ich mir ein Haus gebaut und dann habe ich ausgesorgt. Das ist mein Ziel so. Das sind noch 7 Jahre. Also easy peasy. Ist noch genug Zeit. Man muss ja auch mal ein Ziel haben, ne? Und alles andere dazwischen ist erstmal Zukunftsmusik so. Fertig. Und dann ist alles gut. 7, nicht 17, 7. Hallo, so. 17 wünscht er sich. Nee, so jung möchte ich nicht nochmal sein. Ich glaube, also jetzt gerade so Anfang 30 ist gut. Ist ein gutes Alter. Man lernt genug, man ist reflektiert an manchen Stellen. Ich denke, das ist ein gutes Alter. Finde ich persönlich. Nicht? Kam dann Ja, gut? Ja. war schön. War schön, War schön. war schön, war geil, Alter. War gut. War schön. Jetzt sind wir komplett aus dem Thema raus irgendwie. Ja. Jetzt habe ich mal, ich habe meinen Faden verloren. Hast du noch was auf deinem Zettel, Sali? Alter Falter, ich habe noch richtig viel auf dem Zettel. Auf geht's, ab geht's. So, was nehmen wir denn? Welche Hearthstone-Spieler haben dich in den letzten Jahren am meisten beeindruckt? Außer Oh. du dich selbst natürlich. Boah, die Liste ist ewig lang. Ehrlich? Ja, die Liste ist ewig lang, weil ich halt auch oft gefragt wurde, was ist dein Lieblingsspieler? Und meine Antwort war so, ich habe keinen, aber ich kann jetzt 10 aufzählen, was mir bei denen besonders gut gefällt. Dann mach doch mal Also, drei, die dir so instant in Sinn kommen. Bunnyhopper ist ein Deutscher, der Raphael, der hat seinen Doktor in, ich glaube, physikalische Chemie gemacht in Norwegen und war bei der Weltmeisterschaft, ist ein brillanter Spieler. Der trainiert mit Casey Weirer zusammen, mit Viperer, im Prinzip die ganzen Deutschen, um mal, also auch irgendwie so Lin zum Beispiel, bei dem war ich jetzt in Berlin, Xixo. Also es gibt unfassbar viele gute oder Weltklasse deutsche Spieler und im Prinzip allein schon einen zu benennen und irgendwie die 10 anderen nicht zu benennen, das fällt mir halt immer schwierig, weil ich halt auch mit denen befreundet bin und da jetzt irgendwie schon, also allein in der Aufzählung jetzt so viele fehlen irgendwie. Und die können alle quasi was Bestimmtes ganz besonders gut irgendwie. Und das ist halt das, worin ich die jeweils schätze. Weil es halt so differenziert ist. Der eine ist ein bisschen besser im Deckbauen, der andere spielt die Klasse besser, der andere die Klasse besser, der andere ist mehr ein intuitiver Spieler, der andere ist ein analytischer Spieler, der andere ist eher in dem Team irgendwie verankert und leitet das Team dann oder die Trainingsgruppe und so weiter und so fort. Also es ist halt so ausdifferenziert, dass sich das in einen Namen zu ergießen, das Ergebnis fühlt sich für mich immer falsch an. Und das waren jetzt nur die Deutschen, ja. Ja. Ich finde es schade, dass du mich nicht genannt hast. Ja, ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr habe ich dir so stolz meine Errungenschaften geschickt, weißt du? Toll. Toll. Was war denn der beste Rang? Oh Gott, ich weiß das gar nicht, Mann. Wie, du weißt das gar nicht? Ich glaube 7 oder so. Also 7, nicht Legend, sondern 7. Ja, Rang 7. Ja. 7. Mit was denn? Ich weiß das gar nicht mehr, Mann.
Welche Klasse war es denn, Lissi? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe das auf dem letzten Tag, da habe ich dir doch die ganze Zeit noch bei Twitter geschrieben. Ja. Und ich so, geil, Kamla, das klappt, Alter, das geht richtig nach vorne so. Und dann immer weiter und weiter und weiter. Und dann hast du auch geschrieben, auch weiter. Und dann, glaube ich, war 7 oder 6 habe ich dann geschafft. Und vorher habe ich ja immer nur 17 und 18 gehabt und so ein Scheiß. Ja. Ich glaube, du musst mal den Mechhunter spielen. Was ist denn deine Lieblingsklasse? Ursprünglich Jäger, aber es wechselt immer so ein bisschen, weil in Hudson ist es so, es gibt 9 Klassen und sagen wir mal 3 oder sagen wir mal 1 bis 3 sind halt so top-notch, das ist Tier 1. Das sind halt die Klassen, die du auf Turnieren ausspielen willst. Dann gibt es halt irgendwie so 2 Klassen, die sind unspielbar, weil die einfach zu schlecht sind. Welche sind das? Momentan? Ich glaube Priester und was ist noch schlecht? Bin ich so into, aber muss ich mir aufschreiben, wenn ich anfange, dass ich die nicht spiele. Ja, aber das wechselt halt immer. Das ist so der tricky Part. Und um zum Beispiel eine Lieblingsklasse zu benennen, und ich meine, in der Klasse gibt es halt immer, sagen wir mal, 1 bis 10 Decks, die du spielen kannst. Je besser die Klasse ist, desto mehr Decks hat die in der Regel. Mhm. Und ich habe in der Regel festgestellt, dass ich lieber, also ich mag halt Decks, die irgendwie viel mit Rechnen zu tun haben und ein bisschen analytisch sind und viele unterschiedliche Gamepläne haben. Das heißt, viele Strategien. Das heißt, gegen Deck X gewinnst du halt, indem du ihn einfach platt machst. Gegen Deck Y gewinnst du, indem du auf eine Kombination von Karten spielst. Und gegen Deck Z gewinnst du, indem du quasi dich nur zumauerst oder so. Diese Decks finde ich halt besonders interessant, weil die viele erzeugen, wo du als Spieler viel Input hast im Prinzip. Und das ändert sich halt je nachdem, wie die Meta steht über die Klassen. Ursprünglich war es halt immer Jäger, weil ich halt da besonders gut drauf war und auch irgendwie die Welt hatte irgendwie damit und die mir einfach lag, aber mittlerweile gab es so Phasen, wo halt der Jäger absolut irgendwie branded broken ist und dann will ich den halt auch nicht spielen. Halt einfach. Ich spiele immer am liebsten Paladin. Paladin? Mhm. Was für Paladin? Ich glaube, den letzten Paladin, den ich gespielt habe, das war mit den Buffen. Das fand ich mega geil. Wo die sich immer gebufft haben und diese mit den Goblins, glaube ich, war das oder so. Oder der eine, der dann immer seinen rechts und seinen links gebufft hat und so ein Scheiß. Und dann jede Runde, wenn er überlebt hat und so, das war schon geil. Ein Handbuff-Paladin? Ja, nee, ich weiß nicht, ob das Handbuff war. Das kam mit den oh Gott, wie hieß denn das? Oh, ich weiß was. Hast du nur ungerade Karten gespielt? Du, ich weiß das, glaube ich, gerade gar nicht. Das kam mit den, wie hieß das, die Straßen von Gatgetschon. Genau, da waren die mit drin und das hat richtig Bock gemacht. Ah, ja. Das habe ich sogar selber gebaut, das Deck. Und das war ansatzweise gar nicht mal so schlecht. Ja. Das war großartig. Ja, dann kann ich ja gleich euch beide fragen, was waren denn eure ersten goldenen Klassen? Ich habe nicht mal eine. Hm. Oh, Paladin? Ich glaube Hexenmeister und Jäger. Ich meine Hexenmeister. Weil ich habe die ersten 2, 3 Jahre war ich Free-to-Play und das günstigste starke Deck war damals ein Suchlog, das ist ein Hexenmeister. Dann kam der Jäger, aber ich glaube, und beziehungsweise damals gab es noch gar keine goldenen Klassen, als ich angefangen habe. Die kamen erst irgendwie viel später. Darum bin ich mir jetzt, wo ich drüber nachdenke, überhaupt nicht sicher, was überhaupt meine erste goldene Klasse war, weil es kann irgendwas gewesen sein. Ab wann ist man denn Gold? 50? 500 Wins auf einer Klasse. 500. Nee. nee, ich habe kein Gold. Nee. Nein. Garantiert nicht. Nein. Nee. Ich habe Hearthstone echt viel gespielt, aber nee. Mm-mm. Ich habe hier jetzt, also übrigens, die wurden mir zugespielt, diese wunderbaren Fragen. Aber hier habe ich eine, die verstehe sogar ich. Oh, jetzt geht's los. Und die werde ich jetzt vorlesen, so wie sie da steht, weil das ist etwas, was mich tatsächlich als nicht Hearthstone-Spieler, aber mit dem Gedanken, vielleicht mal Spiele es anzufangen, mich selber tatsächlich sehr interessiert. Und zwar,
Einige Spieler sagen, Hearthstone sei ein Pay-to-Win, da man sich die Karten, Packs zwar mit Grinding gratis erspielen kann, dieses jedoch zeitaufwendig ist. Also, wenn man zahlt, spielt man eigentlich, kommt man schneller zum Spielen. Du hast nun oftmals neue Accounts gemacht und auf diesen mit diesen auf Free-to-Play-Basis den Legenden-Rang erreicht? Hast du das Gefühl gehabt, du warst benachteiligt als Free-to-Player oder ist dies mehr eine Ausrede der Spieler? Es ist beides. Also du bist nicht benachteiligt, wenn du Plan hast. Weil im Prinzip, du kannst. Also wenn ich planlos an die Sache rangehe und nur Free-to-Play spiele und mir die Sachen, dann bin ich verloren? Genau, also weil es gibt verschiedene Ressourcen und je mehr du Ressourcen hast, desto weiter kommst du. Die eine Ressource ist Ahnung, die andere ist Geld und die andere ist Zeit. Geld und Zeit sind ineinander konvertierbar, wie es halt so auch in der normalen Welt draußen funktioniert. Du kannst aber, wenn du lauter Geld reinpumpst, aber überhaupt gar keine Ahnung hast, kannst du auch nicht legend werden. Mhm. Wenn du ultra viel Zeit hast, kein Geld hast und keine Ahnung hast, kannst du nicht legend werden. Wenn du sehr viel Ahnung hast, wenig Zeit hast und kein Geld hast, kannst du legend werden. Das heißt, es ist einerseits eine Ausrede, weil du natürlich was... du hast ein Problem und du kannst dieses Problem nicht lösen und dann fängst du an zu suchen und entweder du findest eine gute Ausrede, warum dieses Problem einfach unlösbar ist, oder du fängst dran, deinen Eigenanteil zu sehen an dem Problem und dich da zu verbessern. Das ist so, wie ich das normalerweise machen würde. Aber im Prinzip ist es eine gute Ausrede, weil wenn du sagst, ich kann nicht Legend werden, weil RNG und oder ich kein Geld reingezahlt habe, also dass das Spiel zu random, zu zufällig ist, oder ich kein Geld reingesteckt habe, dann ist es aus Sicht des Publishers zum Beispiel das Beste, was passieren kann. Weil du einem schlechten Spieler suggerieren kannst, dass er ein guter Spieler ist und einfach, dass er nur Pech hat. Das heißt, schlechte Spieler spielen halt weiter zum Beispiel. ich glaube, sie fängt gleich einen Fisch. Der schlechte Spieler hat halt die Möglichkeit, sich eine Ausrede zu suchen und zu sagen, nicht ich bin schuld, sondern das Universum ist schuld. Und von daher gesehen, also ist es halt einerseits eine gute Ausrede und andererseits, wenn du keinen Plan hast, dann kannst du halt auch ohne Geld halt nicht weiterkommen, aber dann kannst du auch mit Geld nicht weiterkommen. Oder nicht viel weiter, sagen wir es mal so. Also ich habe ganz viel Geld bezahlt. Du bist gemutet, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Ich habe ganz viel Geld bezahlt und war trotzdem scheiße. Kein Problem. Das ist jetzt nicht die beste Kombination an Ressourcen, ja, aber ist okay. Das ist fein. Hey, ich hab mich gefreut, dass ich schöne Karten hatte und es hat mir super viel Spaß gemacht, auch zu verlieren, und das war alright. Ja. Das war gut. Absolut. Und ich sag halt immer, wenn du halt schlecht bist und du willst kein Geld ausgeben und du hast nur bedingt viel Zeit, dann ist das vollkommen fein, wenn du dich damit arrangierst. Und wenn du Spaß hast, du musst ja auch nicht Rang XY werden, um Spaß an dem Spiel zu haben. Aber wenn du Rang XY erreichen willst, um Spaß zu haben, kein Geld ausgeben willst, keine Zeit hast und auch keine Ahnung hast, ja, dann ist es halt einfach so. Ich bin aber auch mehr so der Gwen-Spieler, das mag ich mehr. Das noch? Ja. Das habe ich auch mal kurz gespielt. Finde ich großartig. Ja. Mag Magic. Oh, Magic ist auch cool. Ich mag Magic unglaublich gerne. Habe ich in meiner Kindheit und Jugend immer gespielt. Da war ich draußen. Weißt du, warst du doch draußen? Klar. Ich habe so einen Scheiß nie gespielt. Echt jetzt? Nee. Ich hatte kein Yu-Gi-Oh!, kein Pokémon, kein Magic, kein Dark Age of Camelot, nichts. Nee. Ich hatte das und war trotzdem draußen. Ich war wirklich nur draußen. Am Strand. Schön. Ganzen Tag. Bist du am Strand aufgewachsen tatsächlich? Ja. Ich habe meine ersten 5 Jahre war mein Kinderzimmer an der Promenade, und wenn du dich aufrecht hingesetzt hast im Bett, konntest du die Ostsee sehen. So bin ich aufgewachsen. Sehr cool. Das war 30 Sekunden, morgens Zähne putzen, tschüss! Und weg, ab in die Ostsee. Was hast du denn den ganzen Tag in der Ostsee gemacht?
Weiß ich nicht, Kleckerburgen gebaut, zum Boje geschwommen, einmal von der einen Seite zur anderen mit der Luftmatratze und all so ein Scheiß halt. Aber genug. Beachvolleyball gespielt. Ja, solche Dinge halt, ne? Kleckerburgen, riesige Löcher gebaut, wo die Touris dann reingefallen sind. Solche Sachen halt, ne? Touri-Fallen gebaut. Touri-Fallen, ja. Ist wirklich einmal passiert. Und seitdem habe ich Verbot gekriegt, Löcher zu buddeln, weil wir haben da echt richtige Dinger reingeballert. So mit den kleinen Schäufelchen dann immer so. Pscht, pscht, pscht. Ja. Das ist einfach so ein rundes Loch, was 2 Meter tief ist. Genau. Und dann hat man da so ein bisschen noch ein Handtuch rübergelegt, bis einer reingefallen ist. Kleckerburgen haben wir auch gebaut, riesige. Ich kann mich noch entsinnen, wir haben mal Bowl gespielt und dann haben wir uns so eine ganze, so einen richtigen Parcours für Bowl gebaut. Und der ist ja dann irgendwann weg, weil das musst du ja dann so relativ nah am Wasser bauen, damit du halt so ein bisschen Schlabberkram hast. Und dann haben wir einen Tag diesen Parcours gebaut und den anderen Tag war er dann halt weg und dann mussten wir uns einen anderen bauen. So, das haben wir halt gemacht, ne? Die ganze Zeit. Oder dann ist man halt mal nach Sassnitz gelaufen und wieder zurück. Oder dann war man hier in dem Ferienhotel von Adi damals und so. Bis dahin ist man dann gelaufen und halt solche Sachen. Ja. Gut. Mhm. Ja. Kein Magic. Nee. Verlorene Kindheit. Bitte. Ah. Die Möglichkeit hatte nicht jeder. Wir mussten noch Magic und Computer spielen. Ehrlich? Ja, also, naja gut, wir waren halt auch ultra oft draußen. Ich weiß noch, also meine Eltern hatten halt so ein Haus vor den Toren von München und da war halt auch so einen Kanal direkt am Grundstück dran. Und da sind wir dann auch immer mit den Surfbrettern rumgepaddelt und so. Das war schon sehr schön. Ja. Aber also, ich kann mich noch entsinnen, ich habe mal ein Sega Master System gekriegt. Ne, Mega Drive? Wo waren Alex the Kid drauf? Mega Drive, ne? Ne, Master System? Master System. Und ich habe Alex the Kid immer das erste Level geschafft und danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich nie Bock gehabt auf den Scheiß. Und dann habe ich Alien irgendwann mal als Diskette geschenkt gekriegt, habe ich auch keinen Bock gehabt auf den Scheiß. Geh mir auch mal auf den Sack. Habe ich Mega Man auf dem Gameboy geschenkt gekriegt, geh mir richtig auf die Eier. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Wer hat dir das denn alles geschenkt? Fatih. Anscheinend Leute, die nicht gewusst haben, was er sich wünscht. Party. Und ich habe aber, eins habe ich immer gemacht, ich habe immer Tetris gespielt. Wie ein Bescheuerter. Da habe ich so viele Akkus durchgeballert in Tetris auf dem Gameboy. Ja. Aber hat sich nicht gehalten, habe ich keinen Bock gehabt irgendwann. Ja. Dann war ich wieder draußen. Ganzen Tag. Was war dein erstes System, was du hattest? Ein Computer. Ich glaube, einen 386er. Meine Eltern haben den damals für ein sündhaft teures Geld auf 386 aufgewertet. Ich glaube, das hatte einfach dann 2 Megabyte Speicher anstelle von einem. Und dein erstes Spiel? Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Also ich spiele Computer seit... Das kam jetzt nicht an. Als ich so 5 oder 6 oder 7 war. Mhm. Und was gab's denn damals? Also ich kann mich noch erinnern, Prince of Persia 1, Monkey Island war großartig, Battle Chess gab's damals, Oil kam dann irgendwann. Aber da waren so ein paar Spiele davor, die halt so noch älter waren im Prinzip, die dann quasi von den Arcade-Maschinen im Prinzip auf Computer konvertiert wurden. Wie die alle hießen, keine Ahnung mehr. Ich glaube, King of Kong war dabei, aber... Nee, wie hieß das? King Kong? Nee, Donkey Kong. Nee, das war der Nintendo. Ja, Donkey Kong. Nee, das... Oh. Wo oben der Affe steht und die Fässer runterwirft. Ach so, Kong... Warte mal, wie hieß denn das? Hieß das nicht Kong oder so? Kong. Gibt's auch eine Doku drüber, über die Weltmeisterschaften und so. In den 80ern oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das hieß nur Kong. Ich glaube, das hieß auch nur Kong. Ah, Commander Keen, weil es im Chat steht, ja, Commander Keen, die ganzen Teile, 1 bis 6 oder so. Das war so ein Jump'n'Run. Nee, klingelt nix. Nee, gar nix. Da klingelt überhaupt nichts. Da ist Totenstille, Grillzirpen.
Das geht mir übrigens oft so im Plankenschreck, das Grillenzirpen. Ach so. Ist es sehr spät. Relativ, ja, können wir sagen, sehr spät zum Zocken gekommen. So, für mich war die Animation, also meine erste so richtig bespielte Konsole war der SNES. Der wurde mir versprochen dafür, dass ich versetzt werde. Weil ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Und es ging um die Versetzung in die dritte Klasse. Und ich hatte da keinen Spaß dran. Ich bin lieber reiten gegangen. Und ich wollte halt, meine Cousins hatten ein NES. Und ich wollte halt so ein Ding haben. Und Freunde hatten sowas. Und die hatten auch einen Sega. Und ich wollte auch eins haben. Unbedingt. Und dann habe ich den SNES bekommen dafür, dass ich versetzt worden bin. Also er wurde mir in Aussicht gestellt und dann habe ich mir Mühe gegeben. So einfach geht das. Ja, es funktioniert sehr gut so. Bis heute noch. Na, ja, okay. Ja. Ja, du meinst schon 100% Achievements und sowas. Scheiße. Und ich habe dir die Borderlands-Sachen einfach so gegeben. Mhm. Fuck. Verpasste Chancen, die sie verpasst. Ach ja, ich nutze Leute nicht so gerne. Twitch Prime ist übrigens kostenlos. Er hat verpasst. Sub now! Meine erste war Sega Master System, glaube ich, hieß das Ding. Aber habe ich nie wirklich benutzt, lag nur im Schrank. Nur im Schrank. Nintendo und sowas hatte ich alles. Game Boy hatte ich halt, ne? Aber das war es dann auch. Game Boy zum Beispiel. Computer hatte ich ganz spät. Computer habe ich mir mit 17 gekauft. Mit 17 und dann mit 19 hatte ich das erste Mal Internet. Und dann war alles vorbei. Für einen Moment. Und das hat sich dann auch wieder gelegt und jetzt habe ich mit 26, 27 erst richtig angefangen. Also ich habe Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe 7 Jahre Kraftsport gemacht, da war keine Zeit zum Zocken. Gepumpt habe ich. Und ich war, lass dich überraschen, draußen. Was schon wieder? Ja. Ich war in meinem Leben eigentlich immer, also wirklich immer draußen und immer unterwegs. Also wirklich sehr, sehr viel, was halt die letzten Jahre nicht gekommen ist, weswegen ich jetzt auch dieses IRL-Stream so genieße, weil eigentlich genau das ist, was ich immer gemacht habe. Also ich war auch in meinem Studium, war ich immer unterwegs. Ich war ständig auf Exkursionen, ich war immer in anderen Ländern unterwegs, ich habe immer irgendwas gesehen. Und das habe ich jetzt die letzten paar Jahre nicht gemacht. Jetzt kommt wieder die Zeit. Müssen wir wieder raus an die frische Luft. Ja, das passt ja aber super gut. Wieso? Also, dass du quasi Streaming und draußen verbinden kannst. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Wie sind wir eigentlich auf diese Frage gekommen? Wir haben, von was haben wir denn geredet? Lieblingsklasse, oder? Free-to-play. Free-to-play, genau. Das war ja die Frage. Ja, Hearthstone ist auf jeden Fall Pay-to-win, so. Naja, die Sache ist halt, Hearthstone Legend zu werden, ist halt kein Hexenwerk, wenn man halt weiß, wie man es macht. Nee, weil du brauchst halt einfach das stärkste und günstigste Deck. Das kannst du ja nachschauen. Dann holst du dir ein Deck für 2000 Dust. Das hast du, ich habe, glaube ich, auf einen komplett neuen Account ohne Geld ausgeben, ich glaube, 2 Stunden gebraucht, um das Deck zu kriegen, mit dem ich dann Legend gehittet habe. Und Legend, insgesamt von der Spielzeit her, war ich unter, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden. Ich habe es getrackt auf jeden Fall. 30 Stunden, glaube ich. Vielleicht sogar noch schneller. Keine Ahnung was. Und also das Deck zu holen, ist halt so das Einfachste an der ganzen Story. Aber das ist halt wie überall. Was würdest du, da du ja viel on-stream und off-stream coachst, was würdest du Leuten empfehlen, die besser werden wollen in Hearthstone? Geh arbeiten und kauf die Karten. Kauf die Karten. Naja, erstmal rausfinden, wo man steht. Und dann schauen, was machen Leute, die über dir stehen in der Ladder, was machen die besser? Was können die, was du nicht kannst? Und dann lern das, was die können. Das ist jetzt relativ abstrakt, aber das zählt im Prinzip allgemein auf alles im Leben. Aber du musst halt rausfinden, was sind deine Schwachstellen oder wo hast du Verbesserungspotenzial, wenn du denn besser werden willst.
nicht besser zu werden, zum Beispiel in Hearthstone, ist ja völlig legitim und auch völlig fein. Dann kannst du dir das sparen und dann kannst du halt datteln. Das ist ja auch schön. Aber wenn du besser werden willst und den ganzen Tag irgendwie dasselbe machst und am Ende des Tages nicht besser geworden bist, dann solltest du dich fragen, ob du nicht irgendwie das Ganze, wie du etwas angehst, umstellen solltest. Und das ist halt unterschiedlich in verschiedenen Rangbereichen. Weil im Prinzip jedes Spiel sich oftmals so aufbaut, dass wenn du das Spiel das allererste Mal spielst, dann siehst du halt nur ein Standbild von dem Spiel, egal welches Spiel. Dann siehst du halt so, okay, ich habe 30 Leben, der andere hat 26 Leben, ich habe drei Karten auf der Hand. Und du siehst halt ganz viel nicht. Das heißt, du musst deinen Erkenntnishorizont weiten. Du musst halt sehen, ich habe noch 27 Karten im Deck und das sind die Karten. Welche Wahrscheinlichkeiten habe ich, welche Karten ich ziehen kann? Welche Karte ist denn gut in der Situation? Ich muss sehen, mein Gegner hat vier Karten auf der Hand, er hat davon zwei gehalten. Das heißt, ich habe Informationen über die Karten. Das heißt, Informationen auszuwerten ist im Prinzip in jedem Spiel das A und O. Viele Shooter basieren fast ausschließlich auf Reflexen und Informationen. Und Information ist quasi die Kopfkomponente so gesehen. Und du musst halt herausfinden, welche Informationen sehe ich nicht. Also was sehe ich nicht im Prinzip. Und das musst du dann lernen zu sehen. Und das machst du, indem du halt arbeitest. Spiele sich zu erarbeiten, ist für Leute, die besser werden wollen, halt eigentlich das A und O. Aber die wenigsten kennen den Unterschied zwischen dem Modus. Wenn ich jetzt einfach vor mich hin daddel ein Spiel und einfach meine Ruhe haben will und einfach Zeit verschwenden will, weil das was Schönes auch sein kann oder ist, dann spiele ich ganz anders, als wenn ich sage, okay, ich trainiere jetzt, um besser zu werden, oder ich setze mir ein Ziel und ich arbeite an der Erreichung des Ziels. Also es ist ein anderer Spielbegriff so gesehen. Oder eine andere Motivation zu spielen. Und das ändert aber auch den Turnus, wie ich spiele. Oder das sollte es zumindest ändern. Für die meisten Menschen ändert es das, glaube ich, nicht. Next. Geht übrigens auch andersrum. Arbeit zum Spiel zu machen. Das ist auch interessant zum Beispiel. Wie meinst du das? Naja, du kannst ja auch, also du kannst ja auch Arbeit spielerisch betrachten zum Beispiel. Also wir haben ja vorhin viel über Selbstständigkeit und über Arbeit gesprochen irgendwie. Ich habe keinen abgegrenzten Arbeitsbegriff zum Beispiel, weil ich halt immer Sachen gemacht habe, die mir was anderes gebracht haben und jemand hat aber das Ergebnis von meiner Tätigkeit genommen und in Geld umgemünzt. Geld mir gegenüber, aber Geld Dritten gegenüber, weil der hat ja auch irgendwoher Geld bekommen, so gesehen. Und das heißt, ich habe nie wirklich gearbeitet, weil ich halt zum Beispiel irgendwas gemacht habe, was ich halt cool fand, was ich halt auch umsonst gemacht hätte. Aber jemand konnte das quasi jemandem Dritten verkaufen und deshalb habe ich dann so gesehen Gehalt bekommen. Ist eine Möglichkeit. Ich finde das gut erklärt. Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn noch auf deinem schlauen Zettelchen? Hast du nichts mehr? Ich habe, na, ich kenne Kamlan schon ein bisschen länger und wir hatten schon das ein oder andere Gespräch. So. Ich Gespräch habe hier. bei zu Hopfenblütentee. Hopfenblütentee? Ja, bayerischer Ausdruck für Bier. Ich weiß, ich bin in Bayern Ach so, ah geboren. ja, stimmt. Ah, wo denn genau? Dachau. Ach so. Dachau. Ich bin in München geboren, das ist ja dann very close. Kleiner Sprung. Oh, ich würde auf jeden Fall meinen Ausweis mal ändern lassen. Was? Was war das? Was? Nee, nix. Ich habe nur Ausweis verstanden. Ja, nee, ist alles gut. Wow. Ja, ich habe hier ein paar Fragen, die sind halt so deep, dass ich keine Ahnung habe, was ich da vorlese. Ja gut, Also aber das ist so. doch wunderbar. Okay. Gibt es eine Karte, die du aus dem Wild-Modus zurück in den Standard-Modus bringen möchtest? Wenn ja, welche und warum? Geht noch weiter. Warum ist es die Hunter Quest? Der Wald-Modus beinhaltet alle Karten, während der Standard-Modus nur einige Sets beinhaltet und jährlich ältere Sets raussortieren, um das Spiel zu refreshen. Wieder werden Karten wieder rausgeschmissen? Ja. Ehrlich?
Also es ist so, jedes Du musst ja Kartenspiel. laufend am Ball bleiben da. Ja. Das heißt, wenn du vor Hard 3 Jahren Pay to win Hearthstone gespielt hast und jetzt wieder ein, dann ist der Großteil deiner Karten gar nicht mehr dabei? einfach. Wow. Also es gibt zwei Modi. Der eine Modus ist wie ein, weil in Magic ist ja quasi Tier 1 ist das. Da kannst du alle Karten spielen, die jeweils geprintet wurden. Das Problem ist aber, dadurch, dass es das Spiel schon so lange gibt und schon 10.000 Karten rausgekommen sind, müssen sie ja neue Karten drucken und die neuen Karten würden, egal welche neue Karte du druckst, und die wäre gut, würde den Synergieeffekt haben mit all den 10.000 Karten, die davor gedruckt wurden, und das wäre zu stark und du könntest den Gegner in Runde 1 töten damit. Das Ah, heißt, je okay. länger es so ein Spiel gibt, desto eher musst du quasi den Kartenpool begrenzen. Und Hatze macht es halt so, dass sie sagen, nur Karten der letzten 2 Jahre kannst du in diesem Standardmodus spielen. Das ist in Magic heißt es dann T1,5, T1,25, T1,75, T2. Und genau. Und die Frage ist quasi, welche Karte wäre denn cool von dem, ich kann alles spielen in den Standardmodus, in den Turniermodus auch reinzubringen. Okay. Und das wäre auf jeden Fall die Hunter Quest, weil das ist auf jeden Fall so ein Meme eigentlich. Was war Hunter Quest nochmal? Eine Karte für einen Mana, die auf deiner Starthand anfängt. Du Ja. spielst die raus und wenn du dann One-Drops spielst, also kleine Kreaturen, und du hast davon 7 oder 8 gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 7 waren es, kriegst du Queen Canassa. Queen Canassa ist ein riesen fetter Dinosaurier, der hat 8-8, kostet dir 5 Mana und der schiebt dir 15 Raptoren ins Deck, die 1 Mana kosten 3-2 haben und wenn sie gezogen werden, ziehen sie dir eine Karte. Und das ist schlecht. Sehr schlecht. Für den Gegner oder für dich? Also für dich. Ah, okay. Und ich habe irgendwann mal ein Deck damit gebaut, weil mir der Chat irgendwie gesagt hat, ich war nicht subjekthandelnd, sondern objekthandelnd in dem Fall. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Games gewonnen, weil ich 3 verschiedene Win-Conditions eingebaut habe, die alle erfüllt werden mussten oder so. Okay. Und dann haben wir auf einer relativ großen Deckseite das Deck gepostet gehabt und so ein bisschen gepusht und Leute haben dann angefangen, das Deck zu spielen. Dann kann ich mal der Insider-Frage hier auch noch reinkommen. Na dann los. Wie kamst du auf das Meta-Breaking-Deck? Quest Hunter. Und wann wird es einen 24-Stunden-Stream Wild Quest Hunter geben? Wie ich auf das Meta-Break kam, mein Chat hat mich genötigt, was Dummes zu tun. Ich habe was Dummes getan und dann haben es irgendwie 200.000 Leute auf dieser Seite gesehen und auch was Dummes getan, ohne zu wissen, dass es was Dummes war. Wann gibt es einen 24-Stunden-Stream? Ich habe so dieses ewige Goal, wenn ich eine bestimmte Subzahl erreiche, so als neue Emotes und dann gibt es einen 24-Stunden-Stream. Das ist jetzt nicht Quest Hunter, das wird auch nicht kommen, falls es irgendjemand aus Das meinem scheint ein Chat sieht. Riesenmeme zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist da, ja. Und da gibt es einen 24-Stunden-Stream, aber das ist in weiter Ferne und. Super, dann werde ich doch jetzt mal die Frage raushauen, damit man auch weiß, woher das alles kommt. Na dann. Na dann? Los. Warum ist X-Plane so ein cooler Dude? Weil X-Plane. Also lieben Gruß erstmal. X-Plane kenne ich auch schon richtig lange. Auch von verschiedenen Events halt. Weil X-Plane wahrscheinlich der einzige Spieler der Welt ist, der nach wie vor denkt, dass Quest Druid ein richtig gutes Deck ist. Sorry. Sorry, X-Plane. Nee, das ist witzig. Ich mag ihn. Ist das Deck scheiße? Nein. Okay. X-Plane, wir haben den ersten schon. Ja, das ist erstens wild, ja. Ja. Und zweitens, das konnte man tatsächlich in einer ganzen Nische, in einem Turnier, konnte man das spielen, weil es ein ganz bestimmtes anderes Deck halbwegs gecountert hat. Aber generell ist es halt so, einfach nein. Also, na, es, ja, Deswegen hands ist ein off. cooler Dude. Ja, nicht deswegen. Aber, nee, nicht deswegen. Nee, definitiv nicht deswegen. Werde ich ihm sagen. Er stand mir nämlich zur Seite mit ein paar Fragen.
Weil ansonsten wäre ich hier ziemlich aufgeschmissen gewesen und wäre wahrscheinlich die letzten 2 Stunden sehr ruhig gewesen. Danke, dass ich glänzen durfte. Schön. Mit Wissen, das ich gar nicht habe. Schön. Hast du noch mehr Fragen? Nö. Ach, mehr hat er dir nicht hingeschrieben. Doch, aber das ist jetzt so, man muss ja nicht überstrapazieren. Toll. Nur Questertopfer. Toll. Ich dachte, jetzt können wir von dem hochbegabten Kamlan irgendwas lernen, weißt du, und dann so. Ja, dann halt nicht, aber war schön. Ja, spiel Questhunter. Okay. Mach ich. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal wieder Hearthstone installiere, aber ich glaube nicht. Keine Zeit dafür. Nee. Ja, du hast gesagt, du spielst momentan GTA Roleplay viel, oder? Mhm. Ist der Einstieg in GTA Roleplay schwierig? Nee. Ich habe es immer so am Rande mitgekriegt, irgendwie, man muss sich bewerben und es gibt eine Server und die hassen sich irgendwie alle und alle flamen öffentlich irgendwie alle anderen. Das ist doch GTA Roleplay, oder? Ja. Ja. Nicht mehr so schlimm. Aber ja. Das ist, warum machen die das? Es ist einfach, tut mir leid an euch alle da draußen, die das bei mir mal gucken, es ist die größte Scheiß-Community, die es gibt. Es ist ein riesiger Scheißehaufen. Warum? Weiß ich nicht, weil ich glaube, da fast nur Deppen drin sind. Also jetzt wirklich, und das sage ich mit ganz viel Respekt, das ist wie, als wenn GZSZ gegen die Lindenstraße kämpft, so das Publikum. Und die kämpfen auch untereinander. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Weil das so ihre Stars und die geilen Leute und so die, weiß ich nicht. So ungefähr fühlt sich das an. Und da gefühlt der Großteil dieser Community einfach immer nur Gangster spielen will, weil er in seinem Leben irgendwas nicht machen kann, entsteht dadurch halt so eine Scheiße, ne? Und die sind alle, also grundsätzlich sehr, sehr viele sind sehr, sehr nah mit der Schaukel früher an der Wand gewesen. Sehr, sehr nah. Und das hat regelmäßig sehr laut geknallt. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man diesen ganzen Scheiß ignoriert und das regelmäßig bei sich rausbannt, es geht hier eigentlich ein sehr schönes Erlebnis, ja. Hm. Aber auch sehr, sehr komisch. Mehr komisch. Mehr komisch, ja. Ist es sowas wie Impro-Theater dann am Ende des Tages? Ja, genau. Das ist, ja, könnte man sagen. Es macht auch sehr viel Spaß. Man kann sich sehr schön ausleben da drin. Man kann schon eine Menge Spaß haben. Sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ich habe früher DSA gespielt, aber ich musste mal meistern, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, vielleicht gefällt es dir. Chat ist schwierig. Also ich würde dir gleich empfehlen, von Anfang an dann schon mal ein paar Grundregeln aufstellen. Und dann die Zügel auch nicht aus der Hand geben. Schön stramm ziehen. Sonst wird es uncool. Ja. Okay. Und Submode würde ich dir auch empfehlen, ab und zu. Ja, wieso? Könnte schwierig werden. Also wenn du wirklich mal den Falschen triffst auf dem Server, den falschen Streamer, dann viel Spaß. Ja, wie? Du triffst einen Streamer und dann kommt die Community von dem rein und sagt so, ey, ey, du bist aber uncool. Ja, nein, das beläuft sich nicht nur auf uncool. Plus gegebenenfalls ein paar Kraftausdrücke. Ja. Ey, also es ist wirklich so, dass du kannst die Leute schon Ultras nennen, wie vom Fußballclub. Ist richtig krass. Krass. Das ist richtig krasse Scheiße. Also es ist Impro-Theater mit Ultras. Impro-Theater mit Ultras, genau. Könnte man fast so beschreiben, ja. Ja. Hm? Und mach bloß nichts falsch, Alter. Mach bloß nichts falsch. Wie zerstöre. Kann man das falsch machen? Das geht ganz schnell. Das geht ganz. Wage dir ja nicht irgendwie auch nur was gegen den zu sagen in-game. Dann ist aber. Wie in-game? Ja, na, wenn du. Nee, du kannst doch jetzt nicht, wenn da die große Kiez-Legende kommt, kannst du da noch nicht einen auf dicke Hose machen. Da musst du doch gleich vor dem rumtanzen, weil er doch der Babbo ist, Mann. Weil aber kannst du nicht sagen, so. Ich. Alter, Christi, bitte von außen, jetzt bist du. Vielleicht fällt der Watschab um oder irgendwie. Nee, sowas. Dann sagt er dir, du bist ein Pisser und du stirbst heute Abend und wenn du nicht stirbst, dann bist du der größte Wichser ever. Wie, du stirbst heute Abend? Na, man kann sich ja auch töten.
quasi. Ja. Also man kann auch exekutiert werden. Kann, muss nicht. Muss in einem Verständnis sein. Das heißt dann, dass dein Roleplay-Charakter stirbt. Genau. Dein Roleplay-Charakter. Du nicht willst du sterben? Ja. Nee, das muss man dann außerhalb fix mal klären. Also. Okay. Also es ist schon... Also Impro-Theater mit Ultras und man kann dabei sterben. Ja. In-game, ja. Also Impro-Theater Hardcore. Quasi. Das Hardcore, ist Hardcore, ja. Impro-Theater, genau. Ah, okay. Mit Ultras. Mit Ultras. Ja. Sternchen, alles außer Ultras und Katzenfutter. Ja. Okay, klingt eigentlich ganz witzig. Also es ist auch witzig. Wie gesagt, wenn du so das Grundgerüst gleich absteckst und das nicht zulässt und du dich auch überhaupt nicht mit der Community auseinandersetzt, und das meine ich wirklich ernst, weil da kommt dir das kalte Kotzen an, dann ist alles cool. Ach so. Aber kann man das auch alleine machen, so vor sich hin irgendwie? Man geht rum und sagt so, oh, ich bin jetzt hier. Kannst oder du auch. Muss man sich da so Gilden und Clans anschließen? Nee, musst du nicht. Kannst auch komplett also alleine unterwegs sein. Aber dann ist es schwierig, wenn du streamst wahrscheinlich, oder? Nö, wieso? Wegen Storyline? Ist es nicht, sagen wir mal, warum schauen das Leute, also Impro-Theater mit Dings? Wahrscheinlich, weil es so ist wie eine Soap-Opera, oder? Weil es quasi soziale Beziehungsgeflechte irgendwie displayt. Und ja, genau. Aber dann bist du ja, wenn du nirgends eingebunden bist in keine Storyline, schaut dich doch auch keiner, oder? Ja, du musst halt dafür sorgen, dass du bei anderen im Gespräch bist, ne? Ach so. Ja. Das muss der Babo sein? Ja, oder auch nicht. Ich glaube, ich verstehe das noch nicht so hundertprozentig. Also ich meine, du könntest doch locker einen Rechtsanwalt memen zum Beispiel. Du bist doch eloquent, kannst dich gut ausdrücken. Oh, danke. Du könntest doch locker Rechtsanwalt sein und dann kannst du da schön mit allen immer verbal Karussell fahren. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das geht so einfach? Ja, klar. Was musst du dafür machen? Wo kann man sich da bewerben? Na, auf dem Server musst du dich halt bewerben und dann, wenn du reinkommst, kannst du ja einen Job quasi aussuchen und dann Feuer. Man kann sich einen Job aussuchen. Ja, du kannst ja machen, was du willst. Dir schreibt da keiner was vor. Solange es natürlich, solange es der Server halt hergibt und die Mechaniken, ne? Zum Beispiel. Okay. Muss ich mir mal anschauen, glaube ich, wenn ich zurück aus Italien bin. Na, mach das mal. Ich habe auch Pizzabäcker spielen, ich frag mit Freunden. Ja, kannst du auch. Da gibt es einen, der hat so einen Hotdog-Stand, der verkauft immer Hotdogs und Wurst und so einen Scheiß. Ach, Anfänger. Also jetzt fange ich den schon an zu dissen, jetzt kommt die Community gleich von dem. Oh mein Gott. Siehst du, da, genau. So schnell geht's. Und zack, bist du drinne. Im Würstchenkrieg. Du bist direkt im Würstchenkrieg, Junge. Jetzt hast du verloren. Jetzt, die haben das hier alle gehört, die Ultras, die rennen jetzt rüber, sagen es ihm und dann geht's hier los. Die ganzen Hotdogs kommen gleich rein. Ja, jetzt wirst du verwurstet, Junge. Oh, ich glaube, ich muss die Kooperation mit ihm machen. Würstchen im Schlafrock oder so. Würstchen im Schlafrock? Ja, Pizzateig außen, Würstchen innen. Ja, das widerspiegelt ungefähr so ein bisschen die Community. Ja. Okay. Ja. Ja, muss ich mir, glaube ich, mal anschauen. Mach das mal. Kann ich dir nur empfehlen. Wenn du Hilfe brauchst im Grundgerüst, sagst Bescheid. Komm ich gerne mal doch zurück, irgendwann im August. Oder im September. Sag mal, jetzt unter uns, wenn wir schon die ganze Zeit von Pizza gesprochen haben, isst du Pizza Hawaii? Nee, natürlich nicht. Also, kann man essen, ja. Aber, also, unter all den Pizzen ist es die Nachspeise, ja. Also, du kannst auch eine Pizza Hawaii zum Nachtisch essen, nachdem du eine richtige Pizza gegessen hast. Das ist okay. Aber ich bin ja generell ein Freund von Do What You Want. Also wenn du die Ananas auf deine Pizza legen willst oder sonst irgendwo hin, irgendwo, wo es nicht passt, ja, dann mach das gerne. Solange du keinen anderen damit störst. Bist du traurig, Dizzy? Nee. Ich warte auf meine Ultras, die erledigen den Rest dann. Ja? Mhm. Ja, ja. Es gab ein einziges Mal, wo ich wirklich versucht habe, eine Pizza Hawaii zu bestellen, aber das war in Italien, um die ganzen Italiener ein bisschen zu ärgern. Und Halleluja, die konnte man gut damit ärgern. Wieso?
Oh, habt ihr auch Pizza Hawaii? Und alle so, was hat er gesagt? Hat er nicht wirklich gesagt. Porco Dio. Und dann habe ich gesagt, nein, alles gut, war nur ein Scherz. Wolltest du das wirklich machen? Ich so, nein, nein, alles gut. Niemand hat hier vor, Ananas auf eine Pizza zu legen. Dann haben sie sich wieder beruhigt gehabt. Das war wirklich so. Italienische Pizza ist übrigens scheiße. Was? So, jetzt ist es raus. Was? Ja, Welche diese italienische dünne Pizza? Frisbee-Kacke, die braucht keiner essen. Was? Nein. Okay, nein, Italienische Leber, Pizza ist Kacke. die einzig wahre. Du Nein. findest doch nicht die in diesen Schüsseln, in diesen Pfannen, solche dicken Pizza. Das ist doch. Nein, das ist doch keine Pizza. Okay, Dizzy, welche Art von italienischer Pizza? Die dünne Also die Steinofen. römische. Ja. Und was ist mit der napolitanischen? Was ist denn das für eine Pizza? Ah Mann, Dizzy, du kannst doch nicht sagen, amerikanische Pfannenpizza ist gut, wenn du nicht mal den Unterschied zwischen der napolitanischen und der Ey, römischen Pizza kennst. Mr. Pizza-Nerd. Ruhig jetzt. Ich Okay. google. Wie heißt das? Wie heißt die Pizza? Napo was? Napolitanisch. Von Napolitanische Neapel. Pizza. So, ich gucke jetzt nach. Ist die, die ein bisschen dicker ist. Die römische Art ist quasi ganz dünn, so wie du gemeint hast. Ja, Der Mann. bitte, genau die. Da können wir uns schon unterhalten. Da ist ein Aha. bisschen mehr Teig dran, die ist ein bisschen dicker. Genau. Und die Pfannenpizza, die du meinst, das Ich ist meine, eher. nein, 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 ich mein hier nicht, ich meine amerikanische Pizza einfach nur, die ein Ja, bisschen das ist fluffiger American ist. Style. Ja, Ja, das die ist so ein die bisschen. Pfannenpizza. Ja, Die was? in der Pfanne Ja, gebacken. die mag ich nicht. Mag ich. Ich mag dicke Pizza. Richtig schön mit Teig und dann obendrauf nochmal Feuer. Mit Ananas auch Und noch, oder Käse im was? Rand und sowas. Alter. Käse im Kannst auch Rand. sowas nicht. Und dann schön den Rand in Aioli dippen. Was Geiles gibt es nicht. So. Das kann man halt schon essen, ja. Aber wirklich kulturell ist das nicht. Okay, Was ich. gibt's hier Menschen im Chat, die auch amerikanische Pizza essen? Also ich esse die auch, ja. Ich esse jede Art von Pizza. Aber wenn du wählen kannst, dann wähle weise. Das ist Ja. nicht amerikanisch. Doch. Ich bin im süddeutschen Raum aufgewachsen, ne, so zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Wir sind ja ziemlich nah an Italien. Ich glaube, den ersten Pizza-Hut, den ich je gesehen habe, war irgendwo in der Mitte von Deutschland, in Köln oder sowas. Ich kenne hier unten, noch nicht mal ja, in München müsste es wahrscheinlich einen Doch, geben, doch, gibt welche. ne? Aber ansonsten Aber noch nicht so lange. in den mittleren Städten, das gibt's gar nicht. Nee, warum auch? So. Pizza Hut habe ich nur von Sylvester Stallone gekannt. Aus dem Film. Ansonsten habe ich, ja, ansonsten Pizza habe ich Hut? Pizza Hut nie gesehen Ach gehabt. so. Erst in irgendeiner der Großstädten und sehr, sehr spät. Also, das gibt es hier unten im süddeutschen Raum gar nicht so. Also eine richtig schöne deutsche amerikanische Pizza mit Kartoffeln drauf und Speck, Käse im Rand, Käse oben drauf. Geiler geht's doch gar nicht, Mann. Ich finde das geil. Ist denn mit dir? Bin ich mit dir? Was soll denn das Kartoffeln und jetzt? das Ganze, das kommt auf Flammkuchen vielleicht noch, aber doch nicht auf. Klar, Mann. Also das kann man schon draufklatschen, wenn man halt ordentlich Hunger hat und irgendwie was anderes, also irgendwas essen will, ja. Aber wenn man halt eine leckere Pizza essen will, dann ist es halt nicht the way to go. Doch. Das, nein. Weißt, wisst ihr was auch? Pass auf, jetzt hau ich euch komplett weg. Pizza mit Soße Hollandaise, Döner, Fleisch und Zwiebeln. Bin raus. Mega geil. Nee. Also. Mega geil. Nee, ganz sicher nicht. Doch. Die hast du dann ganz für dich allein. Also, ja, getrennt kann man das schon mal essen, aber so, also, es ist halt so, ich weiß nicht, du bestellst doch auch nicht in einem Restaurant eine Suppe mit einem Stück Ente drin und die Mousse-au-Chocolat dann noch verrührt da drin. Das ist ja, also das ist jetzt ja Es nun gibt wirklich ein Dinge, richtig beschissener nee, es gibt Vergleich. Dinge, die sollten sich, wenn überhaupt, dann erst im Magen vermengen, nicht im Mund. Wisst ihr, okay, jetzt kommt noch was. Ein Schnitzel mit Dönerfleisch obendrauf und dann nochmal Soße Hollandaise und Pommes dazu. Wisst ihr, wie lecker das ist?
Wisst ihr, wie lecker das ist? So, und dann seid ihr hier, die jetzt schon wieder da sitzen, ihr scheiß Food-Nazis, noch nie eine Schnauze gehabt, aber schon. Noch nie gegessen. Aber erstmal. Das kommt mir so vor, als wenn du nicht genug kriegst. Wie nicht genug? Ja, nicht genug. Hä, was heißt denn nicht genug? Ich bin halt einfach mal offen. Ja, ich glaube, sie hat einen Punkt gerade. Das ist so von der Portion stelle ich mir da so, wow. Die Portion ist nicht riesig. Also ich finde ein Schnitzel an sich schon. Also das ist halt so viel. Hätte ich bitte meinen Schnitzel paniert haben mit Hackfleisch und eingehüllt übrigens in Gyros. Und das kenne ich tatsächlich. Also ein Schnitzel und darüber Hackfleisch kenne ich tatsächlich. Aha, siehste? Aha. Zum Bestellen auf der Karte. Aha. Also ich war lange Zeit in Reutlingen oben, da gab's das. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, Hackfleischsoße geht immer. Ich bin auch der Meinung, dass eine Bulette mit in dem Käsekern sein sollte und in Bacon eingewickelt sein sollte. Kann, muss aber nicht. Ja. Richtig. Kann, aber muss nicht. Mit ein bisschen Feta-Käse drin, das ist auch lecker. Und der Speck außenrum muss nicht sein. Ich habe dich zwar gehört, aber ich habe dich nicht mehr verstanden. Kulinarisch ist er jetzt ausgestiegen. Jetzt. Ich sag immer so, man muss es mal probieren. Und es schmeckt halt wirklich gut. Ist es so. Ja. Ich mag Sauce Hollandaise nicht. Boah, also die kann überall drauf essen. Sein. Mag die überhaupt nicht. Spargel ist die ganz gut. Und am besten auf den Spargel haut man dann noch anderen Spargel drauf und das umwickelt man dann noch mit Spargel. Das sieht, na? Wir gehen irgendwann mal in NRW, gehen wir das mal essen. Und dann gehe ich mit dir einmal italienische Pizza essen. So richtige italienische Pizza. Und dann gehst du einmal mit mir das andere essen. Okay, abgemacht. Kriege ich dann zu meiner Sauce Hollandaise ein bisschen Mayonnaise drauf? Du, und der Witz an der ganzen Sache auf der Pommes sind wirklich Mayo drauf. Ja, was denn? Pommes ohne Mayo ist doch scheiße. Soll denn das? Ja, das ist richtig. Ja. Dann sind wir d'accord. Aber meine Mutter ist auch Niederländerin und die essen ja alles mit Mayo. Das ist mega geil, wie viel Mayo es da gibt. Ja, da bleibt am Ende Mayo übrig bei den Pommes. In Deutschland kriegst du hier so viel Mayo. Mega. Ich esse mal eine Mayo mit Pommes. Genau so. Echt so. Genau so. Gut. Ja. Und vielleicht eine Frikadelle dazu. Oder Kroketten hier. Frikandel. Spezial. Irgendwie habe ich jetzt Hunger gekriegt. Aber gleichzeitig ist mir ein bisschen übel von dem, was Tizzy gesagt hat. Ach komm, was soll denn das jetzt? Ananas auf Pizza und dann auch noch amerikanisch. Ich esse auch gerne so Mango und Äpfel und Birnen auf Pizza. Und mache mir das auch gerne in Soßen und sowas. Und das tunkst du dann in deinen Schokobrunnen ein, oder was? Ja, du musst es ja nicht immer gleich wieder übertreiben. Ich sehe den Unterschied wirklich nicht. Ey, ohne Scheiß, hast du schon mal Nutella mit Salami gegessen? Auszusehen wahrscheinlich, ja. Ja, hast du schon mal Marmelade mit Käse gegessen? Definitiv, ja. Ja, siehst du, das ist nichts anderes. Man isst ja auch Ziegenkäse mit Feigenbla. Ja, genau. Das ist nichts anderes. Es ist halt kultureller anerkannt, Camembert mit dieser komischen Preiselbeeren zu essen. Das ist kulturell anerkannt. Und das essen Leute schon seit Jahren und da ist das in Ordnung. Und die anderen Sachen sind halt einfach Experimente, die du machst. Zum Beispiel, wenn du ein Curry isst und du machst da ein bisschen Mango rein, das ist halt mega lecker. Ja, das gehört da ja auch rein. Aha, da gehört das auf einmal wieder hin, oder was? Ja. Aber Dönerfleisch gehört Mango nicht auf ein scheiß verficktes Schnitzel, oder was? Aber wieso bist du denn, also normalerweise mischst du ja Sachen, die sich ergänzen und die sich gegenseitig verbessern. Ja. Wie genau macht das Dönerfleisch das Schnitzel besser und umgekehrt? Geschmacklich. Es ist einfach diese gewisse Würze von dem Dönerfleisch, was dann in das Dings einzieht, in das Schnitzel. Aber könntest du dich gleich zu Schnitzel würzen? Ja, aber das schmeckt ja nicht wie das Dönerfleisch, weil Dönerfleisch ist ja speziell gewürzt. Aber das ist ja wie wenn du sagst, ich nehme einen Putenschnitzel, einen Wiener Schnitzel und einen Schweineschnitzel und lege die übereinander. Ja, soll ich dir mal was sagen? Das habe ich auch schon gemacht. Das ist kein Witz jetzt. Ich habe mal ein Brot ausgehöhlt, habe das eingelegt in Bacon, habe unten drunter Hackfleisch gemacht, ein bisschen Frischkäse dazwischen, Wiener Schnitzel, Putengeschnetzeltes obendrauf und dann zugemacht. Und das war sehr lecker.
Das ist halt wie ein Fleischteller bei einem Griechen so. Da kriegst du halt auch alles durcheinander auf einem Teller. Es ist halt einfach nur eine Frage. Gemischtes Hack. Was? Bloß, dass es nicht gehackt ist. Quasi, könntest du so sagen. Also. Es ist halt einfach kulturell nur nicht anerkannt, gewisse Dinge zu mischen. Und Leute probieren es nicht. Das ist genauso wie Soße Hollandaise auf eine Pizza und da Dönerfleisch drauf zu machen. Das ist unfassbar lecker, ohne Scheiß. Das ist mega lecker. Und wir reden jetzt nicht von. Wir reden nicht von triefenden Zeug jetzt, ne? Sondern wirklich nur so ein Hauch, ganz dünn, einmal drüber. Also bis jetzt sind bei mir die Bilder, abgesehen von dieser Pizza, auf Pizza kann man alles drauf machen, das ist ja wurscht. Aber ein Schnitzel und dann noch das Fleisch obendrauf, das ist mir einfach, das ist mir zu. Und dann noch die Pommes obendrauf und dann noch Mayo obendrauf, das ist mir zu. Das ist mit. Boah! Alleine bei dem Gedanken, puh, das ist mir zu mächtig. Die Beschreibung, der Geschmack von dem Gyros ist in dem Schnitzel, weil das Fett durchtrieft, ist halt schon, ja, ich gebe dir recht. Was denn? Ey, Leute, ihr fresst genauso einen fettigen Scheiß. Wenn du dir eine Pizza reinziehst, dann ist die auch fettig. So. Ich sag nur, dass es vielleicht jetzt nicht wohlwollend verkauft war. Es ist nicht wohlwollend verkauft. Was ist denn hier los? Sind wir im Drei-Sterne-Restaurant oder was? Ja, wie gesagt. Oh, jetzt geht's wieder los. 20 Jahre Diät hier. Als ob. Ach, Leute. Ach ja, die ganzen Food-Nazis immer. Wer kennt sie nicht? Die alten Omas immer. Weißt du, die 49-jährigen Hausfrauen, die dann immer um die Ecke kommen und dir erzählen wollen, dass das nicht geht. Ich bin ja fein damit, wenn jeder isst, worauf er Bock hat. Ja. Außer Ananas auf Pizza. Mango auf Pizza geht auch richtig steil. Und Schinken dazu. Ist gut. Ist lecker. Und was ist der Schinken gehüllt? Ach ja. Davon kriegt man übrigens auch kein Sodbrennen oder so. Und wir reden hier auch nicht von mega fettigem Essen, ne? Nur mal so nebenbei. Brauchst du immer Nahrungsmittelpyramiden? Was mache ich? Nahrungsmittelpyramiden. Kennst du diese Nahrungsmittelpyramiden? Ja, ja, ja. Ich glaube, die baust du nach. Wie kommst du jetzt darauf? Weiß ich nicht. Auf die Pizza meinst du, oder was? Oder bei dem Essen? Ja, generell so. Was brauche ich noch auf meine Pizza? Ein Stück Fisch, Fleisch, Wild passt auch noch drauf. Wir nennen es dann Surfen, Turfen, Turfen, Surfen. Turf, 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 Turf. So in etwa. Und süß muss es auch noch sein. Schokolade passt auch noch so. Ey, hast du schon mal die Weihnachtspizzen gegessen? So mit Rotkohl und Ente und Klöße drauf? Die habe ich noch nie gesehen. Doch. Ist das Tiefkühl oder was ist das? Was ist das? Das kannst du dir meistens bei den, sage ich mal, größeren Pizzenketten kannst du dir dann ordern. Super lecker. Ist auch noch nie gesehen. Das ist mir komplett neu. Es gibt doch immer so Saisonangebote bei Call a Pizza, Domino's und Freddy Fresh und die ganze Scheiße. Und die haben halt immer so Winter Edition. Die ist auch gut. Noch nie gehört. Aber Rotkohl auf Pizza, muss ich wirklich sagen, das fand ich persönlich nicht so cool. Also da muss ich auch mal sagen, geht mal, aber auch nicht. Da ist die Grenze. Was heißt, da ist die Grenze so? Das war für mich so. Der Rotkohl-Äquator auf der Pizza. Was ist da? Der Rotkohl-Äquator auf der Pizza. Der Rotkohl-Äquator. Naja, das war jetzt nicht so. Naja. Du bist ein scheiß Pizza-Nazi. Ist dir das bewusst? Ich jetzt? Ja. Und mit beides... großer Macht kommt große Verantwortung. Hau keine Ananas auf deine Pizza. Mm. Gib dich nicht auf. Iss keine Ananas auf Pizza. Okay. Aber kannst du machen, wenn du Bock hast. Ja, ja. Aber Birnen jetzt auch noch? Bitte? Was nochmal? Birnen. Birnen. Birnen? Birnen ist lecker. Ja. Weil Birnen sehr, sehr lange sehr knackig bleiben. Knackig bleiben, ja. Genau. Das stimmt. Und das ist halt auch sehr angenehm zu kauen und es ist ja auch immer nur so eine ganz leichte Note süß so. Es ist ja nicht wirklich viel. Es ist halt so dieser Konterpart zu dem Salzigen. Wenn du Schinken zum Beispiel mit ein ganz bisschen so eine kleine Note Birne oder sowas zu dir nimmst, ist halt mega lecker. Naja, also Schinken und Melone ist wohl das Standard
Gericht überhaupt auf, also im süddeutschen Raum kriegst du das zu jeder, als Vorspeise kriegst du das überall. Aha. Ganz normal. Aha. Schinken und Melone. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Schnitzel. Das ist auch Standard in NRW. Hm? Schnitzel und Gyros. Mhm. Schnitzel, Döner, Soße Hollandaise, Abfahrt. NRW, ja. NRW, ja. Ist gut. Ist lecker. Pizzabrötchen mit Dönerfleisch gibt's ja auch. Ne? Kenn ich nicht. Auch? Ja. Wir müssen mal mehr ausprobieren. Kulinarisch. Bei uns gibt es nicht solche, das bietet hier keiner an. Kulinarisch einfach mal weiterentwickeln. Mal probieren. Kulinarisch weiterentwickeln. Ich gehe erst mal eine Pizza holen und dann laufe ich beim Dönerladen vorbei und sage, kannst du mir da noch Döner draufpacken? Bitte. Dann gehe ich beim Franzosen vorbei und sage, bitte eine Soße holen. Bitte. Und irgendwann bist du da durch mit den Restaurants. So. Ja, jetzt können wir essen. Bitte. Hier gibt's das leider nicht. Ich habe es bis jetzt nur in NRW gegessen. Für mich ist das immer was ganz Spezielles. So. Ich habe das noch nirgendwo weiter bekommen. Vielleicht läuft es unter regionale Spezialität in NRW. Kann gut möglich sein, ich weiß es nicht. Kann gut sein, ja. Nun. Ja. Das hat mit Großstadt nichts zu tun. Aber es gibt wirklich, in Großstädten gibt es sehr viel, wie soll ich sagen, experimentierfreudigere. Genau, man kann sich in Großstädten kann man wirklich sehr viel. Ja. Ja. Also wir haben hier so einen Foodmarkt, der ist einmal in der Woche, alter Verwalter, da kriegst du sehr verrückte Sachen. Da ist wirklich Schnitzel mit Soße Hollandaise und Dönerfleisch obendrauf noch sehr angenehm gegen. Und da sind wirklich sehr, sehr leckere Sachen dabei, wo man sich so am Anfang denkt, was ist das denn? Uah! Und dann schiebst du das in den Mund und dann, ja, ach, hallo. In so kleinen Portionen würde ich das auch probieren. Ne? Aber ich würde mir halt nicht gleich so einen Schnitzel ja, und das. Ja gut, ihr denkt, naja, das denkt, ja? Du denkst halt an so einen Schnitzel. Wir reden hier von so einem Schnitzel und dann liegt oben noch ein bisschen Fleisch drauf und Pommes und so. Wir reden jetzt hier nicht von einer halben Sau. Halb. Kalb? Ja. Es gibt auch Schweineschnitzel. Ja. Gibt's auch. Und jetzt geht das wieder los, ey. Oh Mann. Nächstes Fettnäpfchen hier. Nee, ich mag halt Kalbschnitzel lieber. Ja, ist halt dünner. Schweine ist halt. Und die sind dünner. Meistens ziemlich groß. Ja, Kalb, ja. Ja. Ja, ja. Schweine. Gibt's ja diesen Schmetterlingsschnitt und dann werden die aufgeklappt. Genau. Da habe ich mal in Innsbruck habe ich das mal gegessen. Hm. Ein originales Wiener Schnitzel. Das war originales Wiener Schnitzel, ja. Aber es also darf nur Wiener Schnitzel heißen, wenn eben Kalbfleisch ist. Genau. Das andere ist ja dann nur Schnitzel quasi. Schnitzel. Ja. Genau. Nun, was ist Kamlan denn deine Lieblingspizza, wenn wir jetzt schon dabei sind? Hier ist zwar eigentlich fast alles drauf, außer anderen. Also wenn die Pizza an sich super gut ist, dann reicht halt Margherita, also mit Büffelmozzarella und so. Ansonsten esse ich relativ oft irgendwie so Champignons und oder Salami oder alles Mögliche. Auch mal scharf. Scharf, nicht scharf. Ja, sowas. Und du, Sally? Thunfisch. Salami und überall Jalapenos und Knoblauch drauf. Aber Thunfisch und Salami auf einer Pizza oder getrennt? Habe ich auch schon gemacht. Stelle ich mir interessant vor. Oder Salami und Sardellen. Oh, Sardellen. Oder eben Thunfisch und Salami. Das ist dann, wenn ich beides will. Und ich finde, das harmoniert sehr gut zusammen. Oder einzeln. Und dann eben scharf und das, ja, lecker. Ich bin nicht so der Thunfisch-Typ. Ich liebe Thunfisch. Aber es klingt interessant auf jeden Fall. Hm. Was ist denn dann deine? Meine? Ich esse am liebsten Pizza Bombay. Bombay ist mit so Currysoße, Geflügel,
Käse und Ananas. Das ist so, das esse ich am liebsten. Ich liebe halt Curry. Ich esse Curry für mein Leben gerne. Egal in welcher Form. So. Ja, ich finde auch in jedes Curry kannst du an Obst kannst du reinmachen, was du willst. Das schmeckt einfach. Ja. Finde ich persönlich. Ja. Und dazu dann noch Geflügelfleisch. Perfekt. Ist so. Machst du nichts verkehrt. Kannst du auch nichts verkehrt machen. Das ist genauso wie ein Schnitzel mit Dönerfleisch und so ein Ding. Ist ja gut jetzt. Ich pflanze nur einen Gedanken. Ich habe das Gespräch letztens gerade auf dem Stream geführt und ich habe so viele Leute gehabt, die gekommen sind. Dizzy, geil, Alter. Meine Frau hat gesagt, ich darf jetzt endlich wieder mehr Pizza bestellen, weil die so gut war. Bitte. Nun. Wir machen auf der Gamescom kulinarische Weiterbildung. Jeder sucht sich einen Laden aus und dann gehen wir da essen. Genug Tage sind. Gamescom. Wir bald wieder. Ja. 21. August. Anderthalb Monate noch. Ja. So. Haben wir noch was auf dem Zettel? Nö. Dann. Content Creator der Woche. Hast du, wir haben ein Content Creator der Woche. Wir empfehlen quasi immer einen jemanden, der irgendwas im Internet macht. Mhm. Du kannst jetzt kurz überlegen, hast du einen, Sali, schon? Ja. Du hast schon einen? Ja. Na, dann fang an. Wer ist es denn bei dir? Es ist Danzen. Mhm. Ich bin sehr, sehr viel bei Danzen. Danzen spielt Retro, spielt jetzt natürlich Mario Maker 2. Und ich fühle mich da immer sehr gut aufgehoben, sehr gut unterhalten und genieße das Gameplay von Danzen sehr. Da könnte man mal vorbeischauen, besonders wenn ihr Klassiker gerne mögt und Mario gerne mögt, dann schaut da mal vorbei. Er hat was drauf. Das macht Spaß, dazu zu sehen. Das ist, ja, da geht mein Herz auf. Hat er nicht früher auch H1Z1 für Euronics professionell gespielt? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat irgendeinen Shooter. Ich glaube, H1Z1 war es. Hat er extrem stark gespielt. Ja? Dadurch kenne ich ihn jetzt gar nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Euronics war oder nicht, aber er hat auch das auf jeden Fall. Ich habe ihn öfters. Nee, du meinst wen anders. Ich bin anders? Ja, ich meine auch wir. Danzen. Der tätowiert. Ach so, ich habe jetzt im Chat geschaut. Sorry, ich habe es gerade verwechselt. Ja. Falsche Schreibweise. Ja, genau. Hast du schon einen? Sonst mache ich. Nee, mach du mal. Ich komme gerade gar nicht so zum Schauen auch. Okay, ich habe Wild. Der spielt gerade wieder Minecraft und da gucke ich auch gerade wieder zu. Das ist so ein altes Jugendding, würde ich sagen. Weil in den Anfängen, als ich damals Minecraft gestreamt habe, habe ich sehr viel bei Wild gelernt und habe mir Wild sehr, sehr gern angeguckt. Das ist schon ein etwas älterer Herr. Ich glaube, zweifach oder dreifacher Vater. Ist schon ein bisschen gesetztes Alter, aber ist ein unfassbar kluger Mensch und hat auch in Minecraft unfassbar viel drauf. Und das gucke ich mir gerne an. Wild. It is. Der ist super. Ich habe ein paar Hearthstone-Streamer. Ich weiß nicht, die sind schon alle bekannt. Wobei ich gestehen muss, ich habe tatsächlich aufgrund der Reise und den ganzen Gedöns, ich komme gar nicht mehr dazu, selber zu schauen. Das ist mega schade. Hat ihr viele Streams? Geht ja. So. Morgen schon, wenn ich mich fertig mache für meinen Stream, habe ich Streams im Hintergrund laufen. Wenn ich fertig bin mit Streams, schaue ich entweder da noch weiter, wo ich hingehostet habe, oder ich schaue sehr. Also bei mir hat es in den letzten Jahren sehr das Fernsehen abgelöst. Wenn ich duschen gehe, habe ich einen Stream auf dem Handy laufen, damit ich das so ein bisschen höre. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Streams, schaue fast nie YouTube und bin auch nicht aktiv in den Chats, aber Streams, ja. Ja, ich würde einfach Bunnyhopper sagen, aber ich kann es jetzt gerade. Dann nimm noch Bunnyhopper. Genau, nimm ich Bunnyhopper. Machst du das? Nö, komm, dann kann er selber, oder? Ach nee, geht ja nicht.
Ja, warte. Mach ich, oder? Das streamt halt auf Englisch. Also wenn man Hudson interessiert ist, auf jeden Fall. Wie wird denn der geschrieben? Bunny Hoppor. Ja, Bunny Hoppor habe ich, ja. Bunny Hoppor. Hier, direkt rein. Bitte. War Top 8 bei der Weltmeisterschaft. Einer der legendärsten Spieler, die ich so auch kenne. Leute, für die Leute am Empfangsgerät da draußen, das ist noch für euch. Heute gibt's aber keine. Es war zu laut, glaube ich, oder? Alter. Was hast du gesagt? Oh. Ich weiß da gar nicht, warum. Da habe ich tatsächlich die Stöpsel rausnehmen müssen. Das war, uff. Sorry. Also ich glaube, im Stream war es nicht so laut. Oh, okay. Ich weiß, warum. So, oh. Scheiße, sorry, Leute. Ich hab ein Windows jetzt auf volle Pulle und das geht nur zu euch so laut. Sorry, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Entschuldigung. Na gut. Kamlan, unsere Geflogenheiten sind die folgenden. Du sagst Tschüss. Du bist quasi als letztes dran. Also. Wir sagen jetzt alle vor dir Tschüss und du sagst quasi als letzter Tschüss. Okay. Es war sehr schön, dass du da warst. Hab mich sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu können. Das war sehr angenehm. Allen wünsche ich einen guten Start in die neue Woche. Hoffen wir, dass es nicht mehr ganz so warm ist. Und lasst es euch gut gehen. Schön, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen, ihr wunderschönen Menschen. Kommt gut in die neue Woche, wie Sali schon sagte. Danke, dass ihr hier wart heute. Kamlan, danke schön, dass wir mit dir quasi wieder was Neues machen konnten, denn wir haben das allererste Mal den Plankenschnack verschoben in 97 Episoden. Und das ist nicht mal ein Vorwurf, sondern es ist immer schön, wenn man erste Male hat. Auch erste Male, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, die sind dann aber im Anschluss gar nicht so unangenehm. Also du brauchst gar nicht rot werden und den Kopf nach unten sinken lassen. Es war gut. Dankeschön. Weil auch das muss man lernen, Sachen zu verschieben. Ansonsten, Kamlan, ich freue mich, dass wenn wir uns bald wiedersehen und eventuell schaffe ich es auch mal in Legend oder lass mich von dir coachen. Tschüss. Das können wir auch machen. Danke an euch beide für die Einladung, fürs tolle Gespräch. Dankeschön fürs Zuschauen an den Chat und ich würde mal sagen, wir sehen uns demnächst bestimmt auch auf der Gamescom. Da können wir heiß sagen auf ein Kaltgetränk und so. Und ja, dann würde ich sagen, schöne Woche, bis zum nächsten Plankenschnack ohne mich. Macht's gut da draußen. Pizza Hawaii. Bye. Bye.